Wir haben in einem ersten Teil sein Referatsteil mit der Vorstellung von Swiss Engineering durch Frank Zeugin und dann eigentlich drei Inputs-Referate, die wir dann im Austausch mit Fragen und Antworten noch begleiten können. Das Ziel wäre einfach, dass ihr die Fragen euch notiert, dann über Slido eingibt, kommen wir noch darauf zurück und dann hätten wir 6:10 bis 6 Uhr Zeit noch für Fragen und Antworten zu stellen. Im zweiten Teil würden wir dann vertieft auf dieses spannende Projekt Entflechtung Wielerfeld eingehen. Diesen Programmpunkt wird die SBB bestreiten und im Anschluss für alle, die noch Zeit haben, wäre das Ziel, dass wir uns noch etwas austauschen können, auch weitere Fragen beantworten können im Rahmen einer lockeren Networking-Runde im Bereich der Thematik oder des vorgestellten Projektes und auch der vorgestellten Akteure. Besonders freut es mich natürlich, darf auch sagen, dass der Anlass ist auf Initiative der SBB entstanden und für uns als BFH ist es natürlich sehr wertvoll, da gemeinsam diesen Part zu bestreiten und auch das Swiss Engineering, das natürlich unterstützt, ist für uns ganz wichtig. Gut, dann hätten wir noch ein paar organisatorische Themen. Das Thema Slido wurde erwähnt, Spielregeln, Aufzeichnung habe ich erwähnt. Der wichtige Teil auch mit den jeweils die Referierenden würden ihre Kamera anschalten, hätten auch entsprechend Ton. Die Teilnehmenden sind in der Regel stumm geschaltet, also ihr könnt euch nicht direkt einbringen über diesen Kanal. Ihr müsstet das über den Slido-Kanal sicherstellen, wo ihr auch die Questions und Answers findet. Werden wir noch kurz darauf eingehen. Das Smartphone ist ein praktisches Hilfsmittel dafür. Es geht aber auch über den festen Arbeitsplatz. Kamera ausgeschaltet, haben wir erwähnt, bezüglich Bandbreite. Und wir haben noch eine Notfallnummer im Chat von Frank Zeugin. Besten Dank, Frank. Falls Probleme technischer Art auftauchen, könntet ihr die Frank Zeugin mitgeben. Kommen wir zum Slido. Vielleicht kennen das Tool einige von euch. Wichtig bei der Q&A habt ihr die Spalte dann, wenn ihr euch einloggt, dass ihr euch auf das Referat bezieht. Jeweils kurz Referat Nummer 1, Guido, da weiß ich, es geht um Guido Rindsfüßer. Wenn ich da Fragen habe, dazu einfach eingeben. Wir werden dann, die Fragen werden dann gelistet. Ihr habt die Möglichkeiten, Likes zu verteilen. Und wenn eben der Rahmen lässt es nicht zu, da Riesenfragen, Diskussionen zu veranstalten, sondern wir werden das dann im Anschluss noch nachholen, wenn dann noch Bedürfnisse da sind. Jetzt werdet ihr dann den QR-Code eingeschaltet oder eingeblendet erhalten. Und da könnt ihr über den QR-Code kommt ihr direkt auf die Seite des Slido, wo ihr auch diese Abstimmung und diese Fragerunde eingeben könnt. Ihr seht das dann in der Ansicht so, ihr habt die Q&A links und die Polls rechts und da könntet ihr zum Einstieg, wenn ihr da drin seid, direkt als Test jeweils diese Zuordnung machen, BFH, SBB, Swiss Engineering oder andere und über diese Zulassungsnummer 76035 sollte das funktionieren, dass ihr da entsprechend diesen Zugang habt. Wir werden diesen Code dann auch noch in den Chat stellen, einfach für diejenigen, die später zu uns stoßen, damit ihr seht, wie das so funktioniert und eigentlich als interaktives Element verwendet werden kann. Das scheint zu klappen, da haben viele diesen Weg bereits gefunden, super. Auch sehr ausgewogen da. Das ist quasi wie ein Kopf-an-Kopf-Rennen bezüglich SBB, BFH. Freut uns natürlich auch, dass Studierende mit dabei sind und das Publikum sehr breit gefächert ist und zeigt auch das Interesse an diesem gesellschaftlich relevanten Thema, das wir heute haben, am Puls der ÖV-Mobilität.
Okay, das scheint gut zu klappen. Ich möchte da nicht länger werden und direkt an Frank Zeugin übergeben, der uns ein paar Worte zu Swiss Engineering sagen wird. Bitte, Frank. Vielen Dank, Stefan. Jetzt teile ich meinen Bildschirm. Jetzt müsste mein Bildschirm sichtbar sein. Ich begrüße alle zusammen, auch im Namen von Swiss Engineering. Wir sind sehr froh, dass wir diesen Anlass durchführen dürfen. SBB ist auf mich zugekommen und haben dann entschieden, gemeinsam mit der BFH diesen Anlass durchzuführen, waren dann sofort dabei und haben dann im Vorfeld eine super Zusammenarbeit gehabt. Wer sind wir? Wer ist Swiss Engineering? Wir haben vorhin gesehen bei der Einstiegsfrage auf Slido. Da waren knapp 10, 12, 13%, hat ein bisschen geschwankt, sind bei Swiss Engineering. Also wir haben noch Potenzial gegen oben. Also von den Teilnehmern, die jetzt hier dabei sind. Aber wir sind, ich behaupte, der Berufsverband für Ingenieure und Ingenieurinnen und Architekten und Architektinnen. Es sind knapp 12.500 Mitglieder. Wir sind organisiert in Fachgruppen, die sind dann mehr thematisch. Ich gehe dann kurz darauf noch auf eine spezielle Fachgruppe darauf ein und dann in Sektionen, das ist mehr lokal, also zum Beispiel die Sektion Bern, das ist mehr Stadt Bern-Umgebung und Sektion Zürich, das ist Stadt Zürich-Umgebung oder dann auch kleinere, wo es einfach lokal organisiert sind, wo es dann quer durch über die Disziplinen ist da alles vertreten. Und diese Fachgruppen und Sektionen sind dann wieder in Regionen zusammengefasst. Und wir haben über das ganze Spektrum sind alle Ingenieure und Architekturdisziplinen sind dabei. Die spezielle Fachgruppe, die ich anspreche, ist die Fachgruppe Mobility. Ob sie dann wirklich so heißt, steht noch in den Sternen, aber geht in die Richtung zum Thema Mobilität. Und zwar Mobilität mit allen Facetten, was da sein kann. Langsamverkehr, Drohnen, ÖV, Individualverkehr, autonomes Fahren, Schifffahrt und so weiter, Fliegerei, was da alles dazu kommt. Die Fachgruppe Mobility hat die Idee, wie wir es vorhin gesehen haben, es gibt sehr viele Mobilitätsbereiche und wir möchten diese Bereiche alle zusammen in einer Fachgruppe vereinen und dann aktiv die Zukunft mitgestalten oder mindestens an vorderster Front dabei sein und diese mitzuerleben. Die Fachgruppe ist in Gründungsphase. Die Idee besteht, es gibt ein paar Interessenten, die wir jetzt auch angeschrieben haben und so weiter. Und jetzt geht es dann darum, einen provisorischen Vorstand zusammenzustellen und dass wir im 2021 die Gründung vollziehen können und dann auch solche Anlässe, wie wir heute machen, durchführen können. Ich möchte da gerade auf zwei weitere Anlässe verweisen. Der erste ist schon nächsten Sonntag, auch im Rahmen vom Engineers Day. Das wird am Sonntag durchgeführt, weil wir ursprünglich wollten wir das im Flughafen Grenchen durchführen. Hat es leider nicht geklappt, aus bekannten Gründen, aber es wird jetzt online durchgeführt und da ganz interessantes Thema. Und wer sich da gerne anmelden, das hat noch Platz. Und dann ein weiterer zur E-Mobilität in der Schweiz heute und morgen findet am 13. April statt. Auch da auf der Swiss Engineering Homepage Region Bern Plus im Veranstaltungskalender findet ihr die Zugangsdaten. Und wie gesagt, wir haben vorhin gesehen, 12% sind Swiss Engineering Mitglied. Ich hoffe doch, dass wir das nächste Mal, wo ich das frage, sind wir ein paar mehr. Also meldet euch bei mir. Wir können darüber sprechen, was es da braucht und wie man Mitglied wird. Dann wünsche ich jetzt einen spannenden Vortrag. Besten Dank, Frank, für deine einleitenden Worte und die Vorstellung von Swiss Engineering. Ich war selbst auch aktiv dabei und kann das nur empfehlen. Es ist ein spannendes Netzwerk und insbesondere jetzt in dieser Fachgruppe scheint mir da sehr viel Potenzial zu stecken. Ich habe noch etwas vergessen. Wir haben eigentlich abgemacht im Vorfeld, dass wir einander du sagen, quasi untereinander da am heutigen Anlass quasi auch etwas historisch, so quasi Ingenieur-Stay like und einfach noch als Nachschub. Ich hoffe, da können alle damit leben und das begrüßen.
Dann würde ich gerne überleiten zu den Referaten. Den Start macht Guido Rinsfüßer, einfach von der Thematik her. Eigentlich der Auslöser ist ja oft eben diese Nachfrage, die laufend zunimmt. Es gibt Kapazitätsengpässe und ich bin gespannt, Guido, wie du uns das, was du uns zu berichten hast. Guido Rinsfüßer ist Geschäftsführer bei Jemcom Berger Verkehrsplanungs AG und unterrichtet auch an der Berner Fachhochschule als Dozent im Bereich Verkehrsplanung. Darf ich dich bitten und das Podium übergeben, Guido? Merci. Besten Dank, Stefan. Ich hoffe, mich hören alle. Das scheint gut, so Folien zu sein. Gut, ja. Perfekt. Folien sind auch da. Vielen Dank für die Einladung, dass ich hier etwa 15 Minuten auch sprechen darf zum Thema eben Wachstum des Verkehrs, der Verkehrsnachfrage und was hat das überhaupt zu tun mit dem Thema ÖV-Mobilität dann. Das mache ich sehr gerne natürlich. Ich bin im Bereich Verkehrsplanung unterwegs, leite das Büro für Verkehrsplanung der Enschenberger Verkehrsplanung AG. Gebe aber auch Unterricht an der BFH und da beschäftigen uns natürlich im Job und in der Lehre immer wieder diese Themen. Und da war es auch ein willkommener Anlass, mal die Sachen ein bisschen zusammenzustellen. Ich gebe einen kurzen Einblick in das gesamte Thema. Das ist so facettenreich, da könnte man Tage drüber reden, glaube ich. Ich muss gerade noch die Steuerung anmachen. So. Fangen wir ganz einfach an. Verkehr ist eigentlich immer eine realisierte Nachfrage von Ortsveränderungen. Wir alle haben Bedürfnisse, zu der Zeit leider, muss ich sagen, ja sehr viel mehr, als wir verwirklichen dürfen, können. Wir wollen auch mal zu Hause verlassen. Und wenn wir das tun, dann üben wir Aktivitäten an anderen Standorten aus und schon haben wir Verkehr erzeugt. Und das macht eigentlich fast jeder Schweizer oder fast jeder Mensch. Es ist ganz, ganz selten ein Selbstzweck. Selbstzweck wäre zum Beispiel, ich hole mein Motorrad raus und drehe eine Runde über die Alpenpässe, dann wäre der Verkehr fast wie Selbstzweck zu nennen. Ansonsten gibt es immer eine Aktivität dahinter, einkaufen, arbeiten, Hundgassi führen und so weiter. Oder Vorträge halten auf Konferenzen, wie ich jetzt heute. Und schon habe ich einen Weg produziert. Wenn Sie jetzt mein Live-Bild sehen würden, würden Sie sehen, dass das nicht stimmt. Ich sitze zu Hause im Büro, aber ich bin immerhin eine Treppe hochgelaufen. Aber im Realfall würde ich jetzt vor Ihnen stehen und würde die Reaktionen auch sehen und würde mich daran vielleicht erfreuen dürfen. Und irgendwann gehe ich dann wieder zurück und so verbringt jeder Schweizer im Durchschnitt 3,4 Wege pro Tag. Das ist eine Zahl aus dem Mikrozensus, der wird alle 5 Jahre erhoben, repräsentativ. Und der gilt wirklich für die Gesamtschweizer Bevölkerung. Muss man sich mal vorstellen, wenn jeder jetzt mal in Gedanken überlegt, ja, was mache ich denn so an so einem Tag? 3,4 Wege pro Tag machen wir. Es gibt dann ganz tolle Zahlen. Also wer wirklich da mal sich vertieft mit auseinandersetzen möchte, dem sei der Mikrozensus über die Seiten des BFS empfohlen. Da steht zum Beispiel auch drin, dass wir etwa 90 Minuten jeden Tag Zeitbudget haben für die Wege außerhalb. Wenn wir also so Verkehr produzieren, dann ist das nicht eine ganz einfache Sache. Das ist immer so einfach dargestellt, aber Verkehr findet in diesem Regelkreis statt. Es gibt, ganz oben fangen wir an, bei den Akteuren, also bei mir, bei Ihnen. Es gibt dort Bedürfnisse, Motivationen, Wünsche. Wir wollen teilhaben an Konzerten, jetzt im Moment mehr denn je. Wir haben eine individuelle Planung, wir sind Zwängen unterlegen, wir verhalten uns also, wir haben gewisse Lebensstile und da unterscheiden sich sehr viele Personengruppen sehr und innerhalb der Personengruppen kann man sagen, ist das Verhalten relativ stabil oder gut abzubilden, weshalb wir dann Modelle daraus bauen können. Das wäre so mit dem Begriff Mobilität zu erklären und wenn wir dann das realisieren, über links auf der Folie Mittel, zum Beispiel IUK-Technologien, wie jetzt gerade, oder über Verkehrsmittel, Bus, Bahn, Auto, Flugzeug, dann können wir über diese Mittel im Sachsystem, das ist ganz unten, Verkehr erzeugen. Auf den Verkehrsinfrastrukturen, über Regeln und Ordnungen. Wir haben Zeitstrukturen, denen wir unterliegen, zum Beispiel beim ÖV, da gibt es Fahrpläne. Und was ganz oft vergessen geht, ist eigentlich der Bereich dann rechts. Wir haben natürlich auch Wirkungen des Verkehrs. Also wenn wir Verkehrsanlagen bauen, wie ÖV-Hubs oder Bahnhöfe oder sonstige Straßen, dann verbrauchen wir Fläche, dann erzeugen wir CO2 durch das ganze Bauen. Wir erzeugen nachher Schadstoffe auf der Straße über den Strom, der auch irgendwo erzeugt wird und so weiter. Und diese ganzen Begriffe und noch mehr bedingen sich. Und wo wir heute so ein bisschen nur drüber reden, ist dann da ganz unten mal die Verkehrsinfrastrukturen.
Aber haben Sie das alles im Kopf, wenn es darum geht, Verkehrsplanung zu machen? Es ist also nicht ganz so einfach. Jeder ist Verkehrsplaner vor seiner eigenen Haustür und weiß auch, was da passiert und abläuft. Und darüber hinaus gibt es dann auch noch ein bisschen mehr, weshalb man das Fach auch gut studieren kann im Rahmen vom Bauingenieurwesen zum Beispiel. Die Verkehrsinfrastrukturen, hier das Bild dürften Sie auch kennen, das ist vom Gotthard-Basistunnel, Bahninfrastruktur. Diese Verkehrsinfrastrukturen, die sind teuer, hoffentlich langlebig, weil sie eben auch teuer sind, sollen sie auch lange halten, nicht nur wegen der Sicherheit. Und sie sind auch hoffentlich lange ausreichend leistungsfähig. Das heißt, wenn wir solche Anlagen bauen, dann haben wir ein gewisses Budget. Das sind manchmal von kleinen, einfachen 20.000, 30.000er Beträgen bei Tempo-30-Zonen bis hin zu Milliardenbeträgen, wenn man an ÖV-Knoten größerer Ordnung denkt. Das heißt, wenn man da so viel investiert, dann möchte man natürlich auch, dass das lange hält und dass das lange funktioniert. Hat natürlich auch dann gerade wieder mit der Langlebigkeit zu tun, dass wir auch wissen müssen, ja, was ist denn dann in 50 Jahren oder besser noch 80 Jahren, so lange wie so ein Bauwerk dann hält, welche Nutzung haben wir denn? Da reicht das noch? Können wir immer noch genug Züge durchschicken? Müssen noch mehr Güter durch und so weiter? Also das ist eine wesentliche Frage, weshalb wir uns dann ganz schnell mit Prognosen und Szenarien beschäftigen. Wir wollen also wissen, was geht denn da in 30, 40, 50 Jahren? Wir machen also eine Verkehrsentwicklung und die machen wir ja nicht alleine. Die beruht auf ganz, ganz vielen anderen Entwicklungen. Wir könnten ja sagen, ja, wir gucken zurück. Die letzten 30 Jahre hat der Verkehr sich so entwickelt. Lineare Fortschreibung, bisschen Mathe und dann kriegen wir schon raus, was wir in 50 Jahren haben. So einfach ist dann doch nicht. Wenn wir die komplexen Modelle anschmeißen, und das hat mal eine Gruppe getan, die haben sich über das Verkehrswachstum bis zum Jahr 2040 beschäftigt. Das ist das Amt für Raumentwicklung in den Verkehrsperspektiven 2040. Und da sieht man mal, ich habe eine Grafik rausgegriffen, die uns noch weiter interessieren wird. Es gibt da das Wachstum auf der X-Achse, die Personenkilometer in Milliarden für den Fahrrad, den IV und den Bahnverkehr. Und auf der Y-Achse sieht man den prozentualen Anteil, wie stark im Verhältnis zum Jahr 2010 bis 2040 der einzelne Verkehrsträger wächst. Und da ist der ÖV mit Abstand der Spitzenreiter. Der wächst in den 30 Jahren um 51%. Wie gesagt, da stecken ganz, ganz viele Szenarien, Modelle, Annahmen und so weiter dahinter und viele, viele Daten. Das heißt aber, in total haben wir nachher etwa 33,6 Milliarden Personenkilometer. Das ist eine Zahl, die kann man sich nicht vorstellen, ist einfach viel. Und wenn man sieht, wo dann der MIV steckt mit 15,5 Milliarden Personenkilometer, dann gibt es da einen gewissen Unterschied zu erkennen. Bei den Anteilen der Fahrzeuge und so weiter sieht das ganz anders aus. Wirklich, man muss immer aufpassen, welche Größe man präsentiert. Hier sind es die Personenkilometer, also die transportierten Personen und deren Kilometer. Da ist die Bahn natürlich auf weite Strecken wesentlich im Vorteil. Das heißt also, 51% wächst der ÖV in den nächsten 40 Jahren. Jetzt ist natürlich bis 2040 noch keine so große Zeit. Wenn man an den Knoten Bern denkt, eine Milliarde oder mehr kostet das, den umzubauen, dann hätte man schon ganz gerne noch eine Aussage, ja, wie ist das denn dann 2050, 2060, weil das Ding steht ja mal 100 Jahre. Soweit trauen selbst wir uns nicht voraus zu gucken, aber man kann dann noch ein bisschen interpolieren, Trend extrapolieren und so weiter und wird dann ganz vage. Dann gibt es nachher so Kurvenscharen, die aufgehen, wo man dann sagt, bei dem Szenario könnte es so sein und bei dem anderen weniger. Und was sind die maßgeblichen Treiber für so ein Wachstum? Das ist die Bevölkerung, das wächst einfach, 28% in dem Zeitraum. Die Wirtschaft wächst, 46% in dem Zeitraum. Und um das ganze Thema zu vereinfachen, eine Grafik. Sie haben ein Dorf A mit 534 Einwohnern. Von vorhin, wissen Sie, haben Sie gesehen, habe ich Ihnen gesagt, 3,4 Wege pro Tag produziert dieses Dorf, also 1816 Wege am Tag, mehr oder weniger. Gibt dann mal Krankheitsfälle und Urlaub und Ferien und sowas. Das berücksichtigen die Modelle natürlich auch. Und wenn wir die Wege dann pro Tag noch umlegen mit Modalsplit, das ist die Verkehrsaufteilung auf die Verkehrsträger, dann hätten wir hier jetzt als Beispiel zum Dorf B 1010 Wege per Auto und 806 Wege per Bahn.
Das ist noch ein bisschen komplizierter dahinter. Da gibt es noch ein paar Berechnungen dazu. Aber wenn wir jetzt Bevölkerungswachstum plus 28% nehmen, dann sieht das nachher so aus. 684 Einwohner und dann haben wir auf einmal schon 1032 Wege pro Tag pro Bahn. Und wenn wir jetzt an Züge denken, 800 Personen drin in einem Zug oder 1100 Personen im Doppelstöcker, dann ist irgendwann der Zug voll und dann braucht man einen zweiten Zug oder einen fünften Zug oder eine neue Strecke. Und ja, das sind dann die Probleme, mit denen sich die Ingenieure beschäftigen müssen. Wir können es auch ein bisschen spannender machen. Das ist ein Modell eines Teils des Verkehrs. Sie sehen das, das muss keiner jetzt lesen oder nachvollziehen. Für die Interessierten ist der Bereich Verkehrsverteilung, wo es darum geht, von der Quelle zum Ziel die Wege zu verlagern. Da nehmen wir einen Gravitationsansatz. Newton hat es uns vorgemacht. Mit dem Apfel vom Baum ist es im Prinzip so ähnlich, wie sich Planeten anziehen, ziehen sich Quelle und Ziel und die Wege dazwischen auch an, stecken ein paar Verhaltensparameter drin und dann kriegt man sowas. Und das gibt es für vier Stufen von so einem Verkehrsmodell und in unterschiedlichen Ausführungen. Also ziemlich komplexes Thema, rauskommt die Entwicklung der Personenfahrten, die Nachfrage für die Schweiz hier mal aufgetragen, auch wieder aus dieser Quelle. Wächst unterschiedlich. Wir sehen unterschiedlich eingefärbte Strecken und für den Knoten Bern heißt das, die Nachfrage steigt um 67%. Wenn wir jetzt im Jahr 2040 wären und zurückblicken könnten, würden wir sagen, wow, super, getroffen. Können wir leider nicht. Meistens, das ist schön, erlebt man das nicht mehr und muss sich dann nicht rechtfertigen, dass man so eine blöde Nachfrageschätzung gemacht hat. Sehr häufig treffen die aber dann doch zu, weil die Modelle sehr gut sind. Für den Knoten Bern hieße das also, bezogen auf den RBS, nehmen wir mal nur das kleine Beispiel RBS-Bahnhof, den kennen Sie vermutlich fast alles, der kleine Teil unten im SBB-Bahnhof drin, 1965 geplant für etwa 16.000 Fahrgäste. Die Anlage sieht heute noch so ähnlich aus. Es gibt dieses Häuschen nicht mehr, es gibt ein paar andere Einbauten. Heute sieht das Ganze so aus und funktioniert für 60.000. Selbe Anlage, also nichts ausgebaut oder so, also ein paar Schleusen eingebaut, ein paar Speedgates eingebaut, um den Richtungsverkehr zu trennen und so. Aber jetzt ist er dann auch wirklich am Ende der Bahnhof. Also viel mehr geht da nicht, außer wir gehen außerhalb der Spitzenzeiten irgendwo hin, wo dann die Nachfrage etwas nachlässt. Wir haben ja Tagesganglinien. Und wenn wir jetzt die Prognose da draufsetzen bis 2030, 1,5% pro Jahr, dann sind wir irgendwann hoffentlich 27 Eröffnung im neuen RBS-Bahnhof. Da ist aber noch einiges zu tun bis dahin. Für den gesamten Bahnhof Bern, Knoten Bern inklusive SBB, BLS sehen wir da im Bild und so, bedeutet das bei 250.000 Fahrgästen oder Besuchern des Bahnhofs im Jahr 2010 eine Steigerung auf 375.000 Fahrgäste, Besucher im Knoten Bern im Jahr 2030. Bern hat nicht ganz so viele Einwohner, aber das ist eben dem ganzen Pendler- und Arbeitsverkehr und Freizeitverkehr geschuldet. Der wächst. Zeitlinie mal für so ein Projekt, das ist jetzt nur mal aus dem Projekt RBS und auch längst nicht alle Stufen. Also das fängt weit in den 90er Jahren zurück an, dass man sich dessen schon bewusst war, dass das wächst. Der ÖV-Wachstum von der Titelfolie ist da aufgezeigt. Man hat dann überlegt und hat Studien gemacht, Machbarkeitsstudien, man hat Variantenstudien produziert, und da kommt auch SBB dabei und so. Das ist also nicht nur alles dann RBS, aber hier mal aufgezeichnet. 2017 dann Baubeginn, 2027 hoffentlich Eröffnung. Diese ganzen Studien, die da erwähnt sind, das ist alles Engineering. Wir haben für den Knoten Bern, also auch SBB, sehr viel für die Personenströme, für die Fußgängerverkehre, auch dann in Verflechtung mit den städtischen Fußgängerverkehren, ÖV, Bus, Tram und so weiter und dann auch verkehrsplanerisch beratend gearbeitet und haben dort viel gemacht. Jetzt nochmal zur Verkehrsnachfrage heute, Situation Corona, kurzen Ausflug. Sie sehen hier ein paar Kurven. Da oben, die hellgrüne, ist der Radverkehr. Hier gab es den Lockdown, den ersten. Das ist der prozentuale Anstieg des Radverkehrs. Bahn, Bus, Tram ist hier unten. Riesenabsturz um bis zu 80-90% weniger Verkehr. Und Sie sehen, es hat sich ein bisschen erholt über den Sommer, Herbst, zweite Welle und so weiter. Wir sind noch auf einem Niveau weit weg von dem, wo wir vor Corona waren. Wenn man dann überlegt, ja, habt ihr das denn nicht auch prognostizieren können? Es gibt langfristige Beobachtungen, zum Beispiel 9/11 im Flugverkehr.
Sieht man mal hier Flugverkehr mit Ölkrise, erster Golfkrieg und so weiter, sind immer so Dellen drin. Und so Modelle berücksichtigen natürlich nicht diese Delle. Das kann kein Mensch vorhersehen, so ein Virus, der kommt und dann muss man reagieren. Aber was man sieht, ist, dass sich so die Steigerung eigentlich fortsetzt. Jetzt im Moment wird es, wenn man hier unten Flugverkehr macht, dann macht er auch die Delle und er wird auch nicht so schnell wieder auf die Kurve kommen. Aber aus meiner Sicht vielleicht, aus anderer Sicht auch, leider wird das doch wieder nachher anziehen und auch wieder Verkehr geben, weil der Verkehr ist auch Motor für viele Dinge. Wir haben gesehen, es kommt ganz stark aus unseren Bedürfnissen und so weiter. Zurück zum Bahnhof Bern. Es gibt diverse Studien, Varianten, großräumige Varianten, bis man mal letztendlich dann auf eine Variante kommt. Das wäre hier im Moment die Variante C1 damals gewählt. Sie sieht mittlerweile auch schon wieder ein bisschen anders aus. Man hat also ein eigenes Trassé noch für den RBS behalten, legt den Tiefbahnhof parallel unter den SBB-Bahnhof. Man muss dann dazu Publikumsanlagen ausbauen. Man macht sich Gedanken über Ströme. Wo laufen die hin? Wo kommen die her? Wer ein bisschen die aktuelle Presse verfolgt, Hirschengraben mag ich jetzt gar nichts zu sagen, aber da sind auch x solcher Studien gelaufen und Prozesse und Gedanken. Und da waren kluge Leute auch schon jetzt dran. Jetzt binden sich auch wieder neue kluge Leute ein und so. Aber irgendwie muss ja der Prozess auch dann mal vorwärts gehen, weil sonst steht man irgendwann 2050 und hat nichts. Das ist auch so ein Ding. Aus diesen Gedanken heraus gibt es dann erste Layout-Gedanken. Wie kann man sowas bauen? Machen wir die Hauptpassage einfach größer, weil der RBS liegt ja jetzt da drunter. Die müssen irgendwo hochkommen, müssen irgendwo abgefertigt werden, die Personen. Man kommt dann schnell auf eine Lösung. Ja, da braucht es mehr, da braucht es eine neue Passage. Und dann kommt man irgendwie noch auf das Layout und Dimensionen. Und das ist geschuldet einem Personenstrombetrieb. Und der Personenstrom und die Massen, die bedingen tatsächlich viel in so einem Planungsprozess. Die sind eigentlich die maßgebende Basis für nachher das Angebot und den Betrieb, also Fahrplangestaltung und so weiter. Welche Linien müssen wo ankommen? Wo sind dann die Hauptlasten im Bahnhof? Wie kann das ganze Layout dementsprechend gemacht werden? Dann die Dimensionierung, Leistungsfähigkeit, Sicherheit. Es sind alles Themen, wo dann die Treppenbreiten oder die Perronbreiten gemäß der Dichte, die da eventuell prognostiziert wird, vorgenommen werden müssen. Also diese Personenströme, die sind nicht einfach zu handeln, nicht einfach zu berechnen. Und auch für die ist nicht so einfach alles richtig zu machen, weil ganz am Ende jetzt des Prozesses kommen dann die Bauphasen, die man noch berücksichtigen muss, wo wieder Einschränkungen kommen, was man auch vielleicht berücksichtigen sollte, wenn man halbe Perrons sperrt. Und wir haben dann noch weiter am Ende die Evakuierungssimulationen, wo dann auch noch die ganze Sicherheit nachgewiesen wird und Maßnahmen getroffen werden müssen und geplant werden müssen. Also mit solchen Sachen sind wir da beschäftigt, auch noch während des Baus jetzt. Und wenn man dann sieht, ich habe es eben erwähnt, Hirschengraben, wir sind jetzt gerade dabei zu prüfen, wie das mit der Unterführung ist, wenn es da brennt und wie viele Personen müssen da raus, muss man eine Rolltreppe anordnen und so weiter. Und dieses Layout stammt halt auch diese Dreiecksform, die man hier kennt von der neuen Passage Mitte, die stammt tatsächlich auch aus den Überlegungen, wo kommen die Leute her, wo laufen sie hin? Und das nicht nur im Bahnhof, sondern tatsächlich auch weiter weg. Da spielt sogar Solothurn eine Rolle, wenn dann der RBS von da die Leute reinschaufelt und die dann plötzlich hier aus so einem Ausgang da unten kommen oder da. Das macht einen Unterschied bei dem Ganzen. Also ein Riesending und letztendlich kommt man zu dieser Auslegungsordnung und das wird mehr oder weniger so gerade umgesetzt. Der Bau läuft, auch wenn man wirklich nicht viel davon spürt. Es wird sehr viel unterirdisch gemacht. Auch die SBB-Passagen, die werden auch gebaut schon gerade, obwohl man es gar nicht so richtig spürt. Also ein Riesending, ein Riesenprojekt. Und wir hoffen alle, dass das auch in 80 Jahren noch dann genügend Leistungsfähigkeit hat, inklusive des Ausgangs Bubenberg, der dann die Leute zum ÖV-Feinverteiler schaufelt und wir praktisch ein bipolares System bekommen mit dem jetzigen, heutigen Bahnhofzugang und dem neuen Bahnhofzugang. Wie sich die Verkehrsströme dort in etwa aufteilen, wurde geschätzt so zwischen 60-40 oder 50-50. Das werden wir dann sehen. Die Anlagen haben natürlich auch gewisse Reserven. Das ganze Ding ist eingebettet. Oh nein, kleiner Abstecher noch. Es gibt natürlich auch viel kleinere
solche ÖV-Knoten. Hier ein Beispiel für einen wirklich gelungener, letztes Jahr einen Preis bekommen, gelungenen Knoten. Postauto unten, dann eine Verteilebene, dann die MG-Bahn und dann die Seilbahn obendrauf. Kurze Wege für alle Teilnehmer, wunderbare Lösung, Preis bekommen. Also wir denken nicht nur groß, sondern wir arbeiten auch im Kleinen an solchen ÖV-Verknüpfungen. Eingebettet ist das Ganze in städtische Maßnahmen. Das sehen wir hier. Das Blaue ist die Anlage der Bahnen. Da gibt es dann noch viele Zugänge, Zuflüsse, Velostationen und so weiter, die bedacht werden müssen im städtischen Umfeld. Und weiter weg gehört dann noch ganz viel SBB dazu mit Verflechtungsbauwerken im Osten, im Westen, mit Zulaufstrecken und. Das Ganze ist also nicht nur löst zu sehen, sondern hat durchaus auch regionalen bis nationalen Einfluss. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Besten Dank, Guido Rindshüser. Spannend, ist wie eine Operation am offenen Herzen, wie mir scheint. Wenn ihr Fragen habt, bitte das Slido verwenden, dann können wir im Anschluss das noch kurz austauschen. Sehr spannend, strategisch natürlich hohe Relevanz und wir sind gespannt und wünschen gutes Gelingen da natürlich allen Beteiligten für die weiteren Schritte dieses Ausbaus. Dann darf ich weiterleiten zu Christian Vögtli. Christian Vögtli ist Elektroingenieur, ist an der BFH und bei der SBB tätig. Er ist vor allem im Bereich Batteriesysteme, Energiespeicherung und Dekarbonisierung aktiv, also alles aktiv, hochbrisante Themen. Und wir sind gespannt, Christian, auf deine Ausführungen. Ja, besten Dank für die Überleitung. Ich möchte mich dem Thema emissionsfreie Baustellen widmen, auch ein wichtiges Thema für die Zukunft, ein schwieriges Thema vielleicht. Ich arbeite bei der BFH am Zentrum Energiespeicherung. Da haben wir auch viel mit Batterien zu tun, aber auch Brennstoffzellensysteme und Stromnetze sind hier Thema, aber eigentlich ideal auch eben, um auch Kleingeräte, Großgeräte für die Dekarbonisierung eigentlich voranzubringen. Das ist hier in Biel hinter dem Bahnhof, künftig im neuen Gebäude des Switzerland Innovation Park. Ich arbeite für das Kompetenzzentrum Energiespeicher, SBB. Da sind eigentlich diese Themen alternative Antriebe und Kraftstoffe ein Hauptfokus, aber eben auch andererseits die Wirtschaftung von den Energiespeichern. Das heißt, große Speicher, sei es vielleicht stationär oder auch später in großen Rangierloks, dass man die Speicher auch bewirtschaftet im Sinne von, dass man die möglichst mit vielen Dienstleistungen nutzt, das heißt auch Netzstabilisierung und so weiter. Das ist alles hier in diesem Kompetenzzentrum abgebildet, auch ein sehr spannender Ort als Berufseinstieg oder auch für Hochschulpraktikanten, die wir da immer wieder unter dem Team haben. Wir sind ein sehr junges und dynamisches Team mit interessanten Aufgaben. Nun, ich komme zum Thema, die Ausgangslage, Motivation des Ganzen für die Dekarbonisierung. Ich denke, den meisten ist bewusst und klar, wohin es geht, die Reise. Für die SBB klimaneutral 2030 ist so eines der großen Ziele. Wir sind da natürlich schon recht weit, gerade bezüglich Bahnstrom, Benutzung sind 90% sind bereits heute grüner Bahnstrom und vieles wurde schon erreicht durch Effizienzsteigerung im Rollmaterial, aber auch im Gebäudepark, der auch einer der größeren Energiekonsumenten ist bei der SBB. Nun aber geht es um die Vorkette. Die meisten oder viele Aufträge, die SBB vergibt fürs Bauen, sind natürlich eben im Bereich Bautätigkeit. Unterhalt, Wartung macht SBB aber auch vieles selbst. Und da geht es eben darum, Emissionen zu senken, die sogenannte Dekarbonisierung von Baumaschinen. Ein Punkt, der auch motiviert, sage ich mal, auch auf der monetären Seite, ist eben, dass man mit elektrischen Antrieben, also das ist ein Weg, wie man dekarbonisieren kann, dass man da auch Kosten sparen kann. Natürlich auch Mitarbeitergesundheit ist ein wichtiger Punkt. Da komme ich gleich noch darauf zu Lärmbelastung und andere Effekte. Mit modernen Maschinen, meistens ist auch Elektronik dabei, ist auch möglich, ein Flottenmanagement zu machen. Das heißt, dass die Maschinen insgesamt irgendwo mobil natürlich vernetzt sind und dass man weiß, wo man vielleicht Wartung machen müsste. So Stichwort Predictive Maintenance und so weiter. Hier, wie schon angetönt, die Mitarbeitergesundheit, ein wichtiger Faktor, der oft ein bisschen vernachlässigt wurde bisher, der aber zunehmend an Bedeutung gewinnt. Und da sieht man auf diesem Bild mal, was da alles unseren Mitarbeitern draußen
auf dem Feld entgegenstrebt, wenn Sie eben mit Ihren Maschinen arbeiten. Hier auch rechts ein kleines Bild auf dem Bahnperron. Nicht nur Mitarbeiter, auch vielleicht Passagiere bekommen mal zu Gesicht wortwörtlich, was da alles rauskommt. Und das gilt es natürlich mit der Dekarbonisierung eigentlich zu vermeiden. Ein kleiner Eindruck, ich als Bahngleisanwohner. Das könnte mal so in der Nacht plötzlich ertönen und da wird man natürlich schön geweckt. Also Lärm ist sicher ein Thema. Hier noch ein Schlagschrauber, Zweitaktmotor, auch immer spannend zum Mithören in der Nacht. So als kleiner Eindruck aus den Baustellen. So, nun, was gibt es zu dekarbonisieren? Wo setzen wir an? Und was ist unser Hebel? Was ist die Wirkung? Wie schon zuvor gesehen, es gibt da kleine Geräte, die sehr zuhauf verwendet werden und die auch Mengen an Gerätebenzin verbrauchen. Das ist eher ein teures Getränk, würde ich sagen. Dann aber auch für Stromversorgung am Bahntrasse, für Beleuchtung oder für die Beleuchtung in Mannschaftswagen kommen oft Dieselgeneratoren zum Einsatz. Und danach der Bereich Fahrzeuge. Da sind meine Kollegen vom Kompetenzzentrum dann oft auch mit dem beschäftigt. Da gibt es viel zu tun. Und heute bereits sind Alternativen vorhanden, aber eben zum Teil nur spärlich und erst in Entwicklung. Wir sehen hier auch Geräte mit Kabel. Das heißt, da brauchen wir einen Netzanschluss und wir brauchen halt auch wieder einen Generator oder einen Stromspeicher. Und die sind auch für das Handling noch nicht ideal. Also da gibt es noch Entwicklung und das ist unsere Aufgabe jetzt zu sehen, was können wir machen, wie können wir die Geräte einsetzen und wohin führt das. Zum Wirkungsgrad als Hebelarm, ich denke, den meisten sollte bekannt sein, wie effizient unsere Verbrennermotoren sind, auch wenn unser Nachbarland mit ihren Autos das hochlobt, wie effizient der Diesel heute schon ist. Er ist halt einfach begrenzt effizient und bei unseren Anlagen, zum Beispiel eben Beleuchtung, ein Generator, da haben wir am Ende vielleicht 1,5% Licht, das wir auf unsere Trassen brennen können, um zu arbeiten. Also hier haben wir wirklich einen gesamthaft eher schlechten Wirkungsgrad über die Kette und da können wir ansetzen und auch im Kosten sparen. Das ist so ein großer Punkt, den wir anstreben. Ich fange hier hinten an. Ein Punkt, wo wir sicher verbessern können und bereits dran sind in der Flotte, sind Beleuchtungen auf LED umzustellen. Da sparen wir schon mal viel. Und dann wird es auch plötzlich einfacher möglich, mit Batterien zu arbeiten, wenn wir nicht plötzliche Megawattstunden an Energie brauchen, sondern vielleicht nur ein paar Kilowattstunden, um die gleiche Lichtleistung zu erbringen. Wir haben vielleicht über Netzteile für LED noch ein bisschen mehr Verluste als zuvor bei Halogenlampen, die kein Netzteil brauchen. Dafür aber ist der ganze Teil bei der Batterie viel effizienter. Das heißt, ich habe vielleicht noch Ladeverluste und Entladeverluste über Wechselrichter, weil ich halt einfach AC, also Wechselstrom brauche, um universell zu bleiben. Aber das Ganze ist schon viel effizienter. Genau gesagt, 22 Mal effizienter in dieser Konstellation als mit Diesel zu Halogenleuchten. Nun ein kleiner Kurzfokus auf diese Kleingeräte, was hier die vielleicht die Probleme auch sind. Wir haben hier ein paar Beispiele. Oder wir waren da bei Testversuchen eben dabei, in Frankreich bei Herstellern, aber auch bei uns bei effektiv richtigen, echten Baustellen. Und wir haben gesehen, ja, was ist möglich und wo sind eben noch Probleme vorhanden. Wir sehen hier vielleicht eben den Akku-Rucksack. Ist eben doch nicht ganz einfach, wenn das 12 Kilo schwere Ding dann den ganzen Tag rumgetragen werden muss. Und je höher dann die Leistung wird dieser Geräte, desto schwieriger wird das. Ist zwar der gleiche Rucksack, aber man kann vielleicht nur 10 Schnitte machen an diesen Schienen, dann ist der Akku schon wieder leer. Also da ist schon noch Potenzial nach oben vorhanden. Aber ich würde sagen, die Hersteller sind da dran, das stetig zu verbessern. Es braucht im ganzen Antriebsstrang eigentlich Optimierungen. Das heißt, kleinere, leichtere Antriebe, effizienter geht es kaum mehr, aber halt auch dann leichtere und Batterien mit mehr Leistungsdichte. Und das ist vielleicht ein bisschen momentan noch der Engpass. Also heute die Batterien, die wir kaufen können, wenn man das umrechnet, haben wir vielleicht 5 oder bis zu 12 Kilogramm pro Kilowattstunde Batterie. Und wir brauchen halt, um ein bisschen zu arbeiten,
mindestens 1 bis 2 Kilowattstunden. Hier ein Produkt eines Bahngleismaschinenherstellers, Robel. Das Teil hat 6 Kilogramm und hat gerade eine halbe Kilowattstunde drin. Also da eben auch wegen dem Gehäuse, das robust sein muss, da ist sicher noch Potenzial. Aber es geht vorwärts. Und auch unsere Arbeiter, solange sie kein Exoskelett haben, das alles, das sie stärker macht oder Hulk macht, sind die auch begrenzt mit Rucksäcken. Vielleicht 12 Kilo kann man da zumuten. Wenn es so ein Wägelchen ist, dann vielleicht 50, aber wir sind sehr begrenzt, was das Gewicht anbelangt. Und dazu kommt eben noch vielleicht Leistungselektronik, das heißt, da ist ein Antrieb, ein Motor, die Batterie und dazwischen muss vielleicht noch ein Umrichter hin, der das Ganze betreibt, auch wieder Gewicht. Also das heißt, es sind hohe Anforderungen an die Systeme, sehr spannende Aufgaben für Ingenieure. Nun ein anderer Fokus, den ich betrachtet habe, sind Stromversorgungen. Da ist es ein bisschen einfacher von den Platzverhältnissen und Gewicht. Bei SBB, da arbeiten zeitweise 530 Generatoren für Baustellen. Und da ist vor allem so die Kostensenkung ein Fokus. Also wenn wir jetzt sehen, dass wir all diese Generatoren anstatt mit Diesel mit Netzstrom betreiben können, das heißt, wir haben eine Batterie anstatt einen Verbrennermotor, können wir 80% Kosten sparen. Das Gleiche auch für die Emissionen, sogar noch höher sind die Einsparpotenziale von 92%. Wenn man betrachtet den Schweizer Strommix, da könnte man auch ein bisschen in die Zukunft schauen, wie er dann ausschaut und eben was heute der Fall ist. Auch natürlich wird der Wartungsaufwand geringer und das spielt uns auch in die Gesamtkosten rein. Wenn man da so eine Lebenszyklusanalyse macht, kann man das zum Beispiel so darstellen. Die farbigen Balken sind die Kosten. Hier vor allem, ich kann hier doch die Maus noch zeigen. Na, gehe ich doch da. Tut mir leid. Die Kosten für Treibstoff sind eigentlich der größte Teil für den Dieselbetrieb. Auf der anderen Seite ist dafür die Anschaffung günstiger. Sogar ein Dieselgenerator mit Rußpartikelfilter ist verhältnismäßig günstig, wenn man halt dann schaut, was ein Batteriesystem kostet. Ist heute immer noch teuer. Auch die Umrichter, die da vielleicht hineingehen müssen und so, sind kostenintensiv. Dafür Betriebskosten tiefer, weil wir Netzstrom verwenden können, der SBB sowieso günstiger einkaufen kann. Hinten grau hinterlegt sind die Emissionen. Ganz klar, Diesel sehr schlecht, viele Emissionen, dafür vielleicht wenig in der Herstellung. Bei der Batterie ist das ein bisschen mehr, aber im Gesamtumsatz der Energie immer noch verhältnismäßig wenig. Nun, Produkte erscheinen auf dem Markt langsam, immer mehr. Wir testeten auch einiges bereits, da kann ich danach noch ein paar Sachen zeigen. Und es ist spannend, wohin das führt. Ich denke, wenn man da in dieses Business einsteigt, ist man sicher nicht verkehrt. Nun eben, wir haben einige Tests gemacht auf dem Feld. Das ist sehr wichtig, um zu sehen, wie die Leute damit umgehen. Das ist eigentlich unser Kunde, sind die Bauarbeiter draußen, die bei Wind und Wetter arbeiten. Wir haben da einige Baustellen besucht, in der Nacht und am Tag. Und wie zu erwarten ist halt das Arbeiten mit kabelgebundenen Maschinen immer eine Herausforderung. Das heißt, man muss da ein bisschen Kabelmanagement machen. Das ist sicher ein Mehraufwand. Hingegen eben halt weniger Lärm und keine Emissionen im Tunnel. Das ist sicherlich sehr förderlich für die Gesundheit der Mitarbeiter. Ein anderer Punkt ist klar das Laden. Wo kann ich die Systeme tagsüber anstecken? Das heißt, ich muss vielleicht eine Zuleitung machen von irgendwo. Das ist schon ein Punkt, das wir gesehen haben. Braucht halt mehr Vorbereitung, andere Vorbereitung. Dafür muss keiner mehr Kanister schleppen. Kurzes Beispiel hier im Tunnel. Hier eine Schwellenschraubmaschine. Ja, der Ton ist ein bisschen schlecht, aber man sieht schon, miteinander sprechen wird schon schwierig. Und das Pendant elektrisch. Man hört auch die Leute noch sprechen miteinander, also es ist bereits angenehmer. Vielleicht noch ein Beispiel hier. Allgemein Eindruck im Tunnel, also normalerweise haben wir Generatoren hier im Wagen für Licht und irgendwie Rührwerke und Sachen, um Treibstoff anzurühren und so weiter. Auch nicht das angenehmste und wenn alles elektrisch ist, Ton kommt nicht, Christian. Ich könnte man sich anlassen und hören.
Nun, so als kleiner Eindruck, im Tunnel sicherlich förderlich, um anzustreben, da emissionsfrei zu arbeiten und besten Weg dazu. Nun ein kleiner Ausblick, bevor ich vielleicht mit meiner Zeit schon am Ende bin. Der Markt verändert sich stetig und eigentlich geht es darum, die Akzeptanz müssen wir selbst zuerst erstellen auf der SBB. Das heißt, das Management, aber auch die Vorgesetzten bis zum Mitarbeiter runter muss eigentlich gezeigt werden, schau, wie das funktioniert, das geht, gib uns Feedback, damit wir die besten Maschinen erstens finden können und vielleicht optimieren können mit den Herstellern zusammen. Das ist sehr spannend. Und andererseits aber auch geht es halt darum, dass man momentan heute die Mehrkosten nicht scheucht und eben solche Bauunternehmer einstellt. Also es gibt einige Bauunternehmungen, die auf Elektrofahrzeuge auch setzen. Und das ist sehr spannend, halt damit Erfahrung zu sammeln, dass man sicher der Zeit ein bisschen voraus, aber ich sage mal, in 10 Jahren schaut das anders aus und auch die Preise werden uns da entgegenkommen in Zukunft. Also auch elektroingenieurmäßig sehr, sehr spannend und ich würde mal sagen, macht es euch auch in diesem Bereich, kommt hier hin. Ja, das wäre es schon von meiner Seite. Ich hoffe, es hat war so spannend und ein kleiner Einblick, was es alles zu tun gibt. Es gibt viel zu tun, auch Umbau Diesellokomotiven, ein anderes großes Stück Brot, das wir da am Anschneiden sind. Besten Dank, Christian. Wir hatten für diese Einblicke und sicher wegweisende Projekte und ich denke, die SBB hat da sicher eine Führungsrolle in dieser weiteren Entwicklung. Den Ton hatten wir zum Teil nicht drin, aber wir konnten uns aufgrund der Bilder, glaube ich, den Lärm oder die Stille im Tunnel auch vorstellen. Merci vielmals, Christian. Dann kommen wir zum letzten Referat im ersten Teil. Das wäre Robert Wagner. Robert ist Leiter Ingenieurbau bei der SOB und unterrichtet als Professor für Stahlbau an der BFH. Robert, wir freuen uns auf deinen Input. Vielen Dank, Stefan. Ich darf einen kleinen Einblick in die Instandhaltung der Eisenbahninfrastruktur geben. Und zwar nach einer kurzen Einleitung möchte ich auf direkt auf ein Praxisbeispiel übergehen. Die Tourbrücke Ulisbach, die vor einigen Jahren, vor 2, um genau zu sein, erneuert wurde. Und dort werde ich auf die Bauweise und die Umsetzung des Ersatzneubaus eingehen. Wir haben es ganz am Anfang heute schon mal gehört. Die Schweizerinnen und Schweizer fahren sehr viel Eisenbahn und die Mobilität wird immer mehr. Zeigt sich auch ganz gut hier auf unserem Streckennetz. Insgesamt gibt es in der Schweiz ein Streckennetz von über 5000 Kilometer auf etwas mehr als 40.000 Quadratkilometer. Und jeden Tag beträgt das Transportaufkommen ca. 1,2 Millionen Passagiere. Das bedeutet ungefähr jeder 8. ist, ne? Wer kickt mich denn da raus? Mit meiner Präsentation. Jeder 8. ist unterwegs mit dem Zug. Das bedeutet gleichzeitig für uns, dass wir sehr viele Ingenieurbauwerke noch aus der Gründerzeit haben, weil die Bahnnetze so stark frequentiert sind, möchte man natürlich Streckensperrungen vermeiden und ganz ohne Streckensperrungen ist es aber oftmals nicht möglich, irgendwelche Infrastrukturbauteile zu erneuern. Anders als bei der Straße, wenn wir bei der Infrastruktur was erneuern vom ÖV, lässt sich meistens nicht ohne weiteres eine Umfahrung einrichten, sondern sie können dann nur mit dem Bus weiterfahren oder müssen anderweitig ausweichen. Was führt zu einer Instandsetzung oder zu einer Erneuerung von Bahninfrastruktur? Zum einen der natürliche Verschleiß, da ist auch die Infrastruktur nicht davon ausgenommen. Und das nächste ist dann natürlich auch, wenn die Anforderungen sich ändern, sprich wenn die Bahnen plötzlich schneller fahren wollen
oder wenn neue Triebfahrzeuge eingesetzt werden sollen oder einfach schlicht, wenn es neue Normen gibt, wo entsprechende Besonderheiten bzw. neue Lasten berücksichtigt werden sollen. Alle Brücken oder alle Ingenieurbauwerke werden regelmäßig inspiziert, untersucht auf ihren Zustand. Genauso auch wie diese Tourbrücke Ulisbach, die ich Ihnen mitgebracht habe. Die befindet sich in der Nähe von Wattwil. Ist eine einfache Einfeldbrücke gewesen. Ein Fachwerk, circa 37 Meter Spannweite. Gebaut wurde sie 1870 bzw. 1940. Da wurden dann größere Teile ausgetauscht. Ist ein genietetes Stahlfachwerk gewesen mit einer unten liegenden offenen Fahrbahn. Hier noch ein Bild und ein Ausschnitt aus unseren Plänen. Ganze vor Ort hat dann so ausgesehen bei der Inspektion, bei der Zustandsuntersuchung in den Jahren 14 und 17. Wir sehen überall ein bisschen Korrosion. Wäre jetzt allerdings so, dass man die Brücke nicht zwingenderweise erneuern müsste, sondern dass man hier den Korrosionsschutz einfach erneuern kann und dann auch teilweise verstärken. Ergebnis war dann auch, wie hier zusammengefasst, wenig Korrosion. Auch die Tragfähigkeit konnte gezeigt werden. Allerdings kam es dann trotzdem zu einem Ersatzneubau, weil die Streckengeschwindigkeit erhöht werden sollte. Dadurch gibt es dann zusätzliche Lasten, die dann die bestehende Brücke nicht mehr aufnehmen konnte. Und gleichzeitig wollte die Gemeinde das Gerinne der Tour, die unten durchfließt, entsprechend vergrößern. Es gab dann eine Studie, ein Vorprojekt, da hat man dann verschiedene Varianten sich überlegt, was könnte man denn dort für eine Brücke bauen. Daraus hat sich eine sogenannte Empfehlungsvariante oder auch Bestvariante ergeben. In diesem Fall eine Spannbetonbrücke mit Schottertrog. Der Schottertrog vereinfacht die Instandhaltung etwas auf der Strecke. Die Spannweite wurde entsprechend vergrößert auf 46 Meter, um den Wunsch der Gemeinde nachkommen zu können. Eine Besonderheit ist, dass wir sehen es gleich im nächsten Bild, wir keinen parallelgurtigen Überbau haben, sondern mit dem Überbau hat man versucht, die alte Form unserer Fachwerkbrücke nachzuzeichnen. Der Querschnitt steigt in der Mitte bis zu einer Höhe von 3,50 Meter an. Am Rand verjüngt er sich auf 2 Meter. Nun ist natürlich die Frage, wie setzt man so ein Projekt um? Das Einfachste wäre natürlich, die Strecke zu sperren und die Brücke einfach zu bauen. Aber wir haben es vorhin gesehen, es ist eine einspurige Strecke. Wenn wir diese Strecke sperren, dann fährt einfach erstmal kein Zug mehr ohne weiteres. Also war die Überlegung, wir setzen diesen Brückenneubau nicht nur als Einzelprojekt um, sondern wir erneuern die Fahrbahn auf eine Länge von 7 Kilometer in einem Stück durch. Wir sehen es, hier wurde an der Bahntechnik wurde was gemacht, mehrere Ingenieurbauten wurden umgesetzt und dafür lohnt es sich dann auch, die Strecke etwas länger zu sperren, und zwar insgesamt knapp 3 Monate. Und in diesen 3 Monaten sollten dann insgesamt 20 oder etwas mehr als 20 Baustellen auf diesem Streckenabschnitt parallel dazu eröffnet werden, um sicherzustellen, dass wenn die Kundinnen und Kunden schon Bus fahren müssen, weil es keine andere Möglichkeit gibt, dass sie dann die nächsten Jahre wieder Ruhe haben und wir nicht alle 3 Jahre ein anderes Bauwerk dort umsetzen wollen. Mit diesem Clustering, hier wurde umgesetzt im Jahre 2019, hat man sich dann überlegt, okay, dann bauen wir die Brücke dort auch. Hier die Tourbrücke Ulisbach ist hier oben. Nun muss man sich natürlich überlegen, ich kann trotzdem nicht diese Brücke einfach
bauen, indem dass ich die alte abbreche und die neue hinstelle, weil ich dann natürlich meine anderen Baustellen hier unten nur noch von einer Seite anfahren kann. Also brauche ich trotzdem besondere Überlegungen, um hier diese Brücke ausführen zu können. Es gibt zwei Bauphasen. Die Bauphase 1 war unter Betrieb, sprich die alte Brücke wurde weiter genutzt. Und man hat mit den Arbeiten für die neue Brücke daneben begonnen. Die Idee war, wir bauen den Überbau der neuen Brücke neben der alten und schieben die dann rüber, wenn sie fertig ist. Also, gesagt, getan. Zuerst haben wir die Ortbetonpfähle und Teile der Widerlage erstellt. Die Ortbetonpfähle für die neue Brücke, beziehungsweise hier für unser Auflager, für den Überbau. Nächster Schritt war dann das Lehrgerüst aufzubauen, unsere Brücke zu betonieren und es umzusetzen. Wie sieht es aus? Den ersten Vorarbeiten hier im November 18 noch, da hat es noch gar nicht nach Baustelle ausgesehen, wurde erstmal hier ein Schutzgerüst aufgebaut, dass wenn wir mit unseren Arbeiten beginnen, hier nichts auf die Strecke fallen kann. Nächsten Schritt wurde dann das Lehrgerüst aufgebaut. Das ist ein obenliegendes Lehrgerüst. Aufgrund des relativ knappen Freibords konnten wir den Brückenüberbau nicht einfach auf dem Lehrgerüst aufliegen lassen, weil sonst im Hochwasserfall unser Lehrgerüst weggeschwemmt worden wäre. Also wurde das oben drüber gezogen und unser Überbau entsprechend drangehängt. Sah dann so aus, das Lehrgerüst für die neuen Brücke neben der alten bestehenden Brücke, abgegrenzt durch Schutzgerüst. Hier von oben sieht man die Widerlager, die gebaut wurden. Nächsten Schritt konnte dann die Schalung erstellt werden für den neuen Überbau und die Brücke entsprechend betoniert werden. Dann war die Brücke fertig. Allerdings nicht dort, wo sie sein sollte, sondern daneben. Also gab es noch eine Bauphase 2. In der zweiten Bauphase, das war dann während der Totalsperre von 5 Wochen. Im Sommer 2019. Hier wurde dann im ersten Schritt die alte Brücke rückgebaut und die restlichen Bohrpfähle erstellt und auch die Widerlager erstellt. Und der Verschub des Überbaus vorbereitet, der Lagerbau und dann natürlich wieder die Fahrbahn darauf aufgebaut. Hier noch ein Bild vom Abbruch der alten Brücke. Die wurde hier großzügig mit einem Brennschneider zerteilt und dann entsprechend mit dem Kran ausgehoben. Natürlich hier gegen die Tour abgesichert, damit keine Teile hier ins Wasser fallen können. Im nächsten Schritt wurden dann die Bohrpfähle noch gesetzt. Und hier wurde vorbereitet, um unseren Überbau zu verschieben. Das Ganze hat stattgefunden auf Teflonlager. Der Überbau wurde quasi angehoben und dann mit den Drahtseilen, die man hier sieht, entsprechend verschoben. Hier sieht man im Augenblick den Brückenüberbau, der hier neben der Strecke liegt, und dieser Verschub wurde dann innerhalb eines Tages umgesetzt, hier im Zentimeterbereich pro 10 Minuten, konnte dann die Brücke diese knapp 10 Meter Wegstrecke in Querrichtung vollbringen. Hier dann bereits das fertige Bauwerk mit der eingebauten neuen Fahrbahn. Im August 2019. Von dort an konnten dann die Züge wieder ganz normal fahren. Noch ein weiteres Bild hier von der Seite, wo man ganz gut sieht, wie sich hier dann dieser Überbau in der Mitte aufwölbt. 3,5 Meter sehen hier etwas kleiner aus, als sie wirklich sind. Und ja, das war ein kleiner Einblick.
noch zur Zusammenfassung. Insgesamt wurde diese Brücke in einem Zeitrahmen von 15 Wochen erstellt, davon 5 Wochen Totalsperre, also die anderen 10 Wochen sind die Züge weiterhin gefahren. Kosten der Brücke waren in Summe 3,5 Millionen Schweizer Franken. Infolgedessen, dass man hier nicht nur diese eine Brücke umgesetzt hat, sondern noch viele andere Bauwerke zur gleichen Zeit gemacht hat, konnte man sich mit dem Clustering ca. 10% der Kosten einsparen. Und die Finanzierung erfolgte mit der Leistungsvereinbarung 17 bis 20 der SOB. Damit bin ich bereits durch. Einen kleinen Vortrag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ja, Stefan, jetzt bist du wieder dran. Besten Dank, Robert, für diese spannenden Einblicke da in euer Projekt. Und ich sehe nicht, es ist nicht nur funktional, es sieht auch gut aus. Merci vielmals. Angesichts der Zeit, der fortgeschrittenen Zeit, möchte ich auf eine Frage noch eingehen, damit wir dann zeitgerecht umschalten und weitergehen können an die SBB. Eine Frage an Guido, das Ranking, die Frage von Frank bezüglich Digitalisierung. Du hast erwähnt, Guido, dass die Pandemie, da dieser Einbruch klar festgehalten wird. Aber wie gehen wir jetzt in die Zukunft? Wie gehen wir damit um? Digitalisierung als Stichwort, autonomes Fahren als Stichwort. Oder das muss ja einfließen in diese Verkehrsmodelle, plus 40% als Beispiel. Ja, das ist ein Riesenthema. Deswegen laufen auch sehr viele Analysen, wenn man das mal eingibt bei Google. Die ETH macht sehr schöne Studien, auch fortlaufend. Jeden Monat kommen neue Newsletter, wo die aktuellen Verkehrszahlen aus dem großen Panel, da werden Leute tagtäglich befragt, rauskommt. Und es gibt auch andere, die diese Daten erheben. Das wird eine gewisse Zeit Analyse jetzt erstmal brauchen. Das Homeoffice, das sind noch alles so vage Sachen, auch das autonome Fahren noch viel mehr. Da hatte ich auch schon mal einen Vortrag zugehalten. Ich bin da immer noch ein bisschen skeptischer als andere. Es wird noch eine Weile dauern erstmal, bis überhaupt richtig autonom gefahren werden kann und ob das dann Akzeptanz findet und so weiter. Also damit kann man, glaube ich, noch nicht rechnen, ob die Fahrleistung dann zunimmt oder abnimmt. Vermutlich wird sie sogar eher zunehmen. Gibt es einige Aussagen dazu. Ist noch wirklich schwierig einzuschätzen. Was man aber machen kann, ist, dass man jetzt aus den Analysen sieht, okay, das Homeoffice hat die und die Wirkungen auf zum Beispiel motorisierten Verkehr und ÖV. Diese Daten, die ich gezeigt habe, die sind noch viel differenzierter. Man kann also auch nach Fahrzweck zum Beispiel untersuchen, nach Männlein, Weiblein, nach Alter, nach Geschlecht und nach Berufsgattung. Und aus diesen ganzen Daten kann man dann tatsächlich die eingehenden Verhaltensdaten für die Modelle auch anpassen. Man kann zum Beispiel die Nutzergruppe Arbeitspendeln nicht mehr mit 3,8 Wegen pro Tag belegen, sondern dann nur noch mit 2,9. Oder so etwas. Aber das wird eine Weile dauern, bis das mal stabil ist. Aber es ist eine ganz spannende Zeit. Da gibt es ganz viele tolle Forschungsarbeiten, auch schöne Diplomarbeitsthemen und so weiter. Also da kann man sich wirklich jetzt austoben. Ich wage da im Moment keine Prognose. Für mich selber kann ich sagen, das Homeoffice habe ich vorher nicht so gemacht. Ich habe eher im Zug gearbeitet. Von daher kannte ich zumindest den Laptop. Muss sagen, wenn das alles wieder ganz normal wird und man wieder ins Büro gehen dürfte, könnte, sollte, werde ich sicherlich einen Anteil Homeoffice beibehalten, weil es hat die gewissen Vorteile der Flexibilität, der eher konzentrierten Arbeitsweise. Es hat aber auch gewisse Nachteile. Das wird sehr spannend. Da habe ich keine Antwort drauf, aber man kann viel spekulieren, viel Arbeiten machen, viel Analysen machen und die Generationen nach mir, die werden das dann in die Modelle einpflegen. Okay, besten Dank, Guido. Ich denke auch, die Mobilität wird sich da sicher, wir können da sicher auch unseren Teil beitragen mit diesem Verhalten, wie wir da in die Zukunft gehen. Ich schlage vor und ich hoffe, ihr verzeiht mir da die Fragen, die sonst noch im Raum stehen, möchte ich bitten, im Anschluss noch zu bleiben und die dann direkt noch dem Christian zu stellen, was die Möglichkeiten bezüglich Stromanlagen betreffen und dass wir uns im Anschluss noch direkt austauschen zu Fragen, die jetzt im Raum stehen. Merci fürs Verständnis, damit wir da weiterfahren können. Und damit gebe ich gerne an Sabrina weiter zum Schlüsselprojekt Wielerfeld. Wir freuen uns da auf eure Perle im Berner Grossraum.
Super, ich danke dir, Stefan, für die Übergabe und möchte euch auch von meiner Seite, von der SBB her, begrüßen zu diesem wunderbaren Abend. Jetzt habt ihr schon eine Stunde hinter euch. Ich hoffe, es war spannend. Mich hat es auf alle Fälle spannend gedünkt, obwohl ich von diesen Themen nicht so viel verstehe, weil ich aus dem HR komme und deshalb heute hier auch nur die Moderation mache und die wichtigen Teile, nämlich die Themen zur Entflechtung Wielerfeld, dann den beiden Experten überlassen werde. Tatjana, du kannst sonst eine Folie weiterklicken, weil die Experten, die stehen da auch schon mit Foto und Bezeichnung. Das ist einerseits Tibor, er ist Oberbauleiter im Wielerfeld und Bauingenieur und auch Imker. Das hat er mir vorher gesagt, weil bei der SBB, da geht es nicht nur darum, zu arbeiten und tolle Projekte zu machen. Nein, man kann auch in seiner Freizeit relativ viel und Spannendes tun. Deshalb wollte ich von ihm wissen, was er denn sonst noch so macht. Und da hat er mir gesagt, dass er Imker ist. Er hat heute auch ins Büro offenbar Honig mitgebracht. Das hat Tiziana gesagt. Also wir freuen uns alle, dass er auch so ein tolles Hobby noch hat. Und als zweiten Experten würden wir dann auch Pascal vorstellen. Pascal ist Teilprojektleiter. Er ist auch Oberbauleiter und auch Bauingenieur. Und in seiner Freizeit ist er auch noch Feuerwehrmann. Also auch hier ein spannendes Hobby zusätzlich zum überaus spannenden Beruf. Mein Name ist Sabrina Schmidt. Ich bin im HR tätig, genau, verantwortlich für die Nachwuchsprogramme bei der SBB. Und mein Hobby ist nicht ganz so spektakulär. Ich habe einen Hund und bin da sehr aktiv im Hundesport. Von dem her auch zeitintensiv, aber vielleicht nicht ganz so spannend wie das Hobby von Tibor oder Pascal. Gut, dann gehen wir eine Folie weiter. Nämlich, ihr kennt das schon, Slido, das haben wir schon gebraucht, jetzt aber mit einem neuen Code. Der Code lautet 3023 für diejenigen, die den nicht mehr eingeben können. Ihr könnt auch direkt via QR-Code euch einloggen, dazu einfach die Foto-App öffnen, Kamera öffnen, darauf gehen und dann wird es euch den Link schon weisen. Und dann könnt ihr dort abstimmen, nämlich auf der nächsten Folie sehen wir gleich die Resultate. Auf welchem Gebiet studierst du, respektive arbeitest du? Das würde mich interessieren. Bist du im Bauingenieurswesen, bist du im Elektroingenieurswesen, Maschinenbau, andere oder sogar haben wir sogar Architekten oder Architektinnen hier dabei. Da bin ich gespannt. Die Bauingenieurin liegen vorne, momentan ganz, ganz klar. Aber wir haben auch viele Elektroingenieure und andere, das freut mich natürlich auch. Sehr schön. Ja, ganz wenig Architektur ist noch da, aber zumindest sie ist da, das ist auch immer gut. Perfekt. Ihr seht also, 89 Leute haben abgestimmt, knapp die Hälfte würde ich sagen, ja, ein bisschen mehr sogar. Von dem her passt das doch relativ gut. Perfekt, Tatjana. Dann würde ich sagen, gehen wir doch eine Folie weiter. Nämlich, wir starten unsere SBB-Reise und ich hoffe, ihr könnt etwas hören. Konntet ihr es hören? Ich habe es nicht gehört, aber ich hoffe, ihr konntet es hören. Das war der SBB Jingle, den wir auch immer in den Zügen hören. Damit haben wir gestartet. Gut, ich möchte euch kurz noch zwei, drei Sachen zur SBB präsentieren, weil ich denke, dass das doch wichtig ist, wenn ihr wisst, was da so die Backgrounds sind, die ihr vielleicht wissen möchtet. Ich mache das kurz und schmerzlos, keine Angst, es wird nicht allzu viele Informationen geben. Die SBB, die ist riesig. Wir haben 33.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und vier verschiedene Divisionen plus die Konzernbereiche. Vielleicht kurz die Divisionen. Da beginnen wir bei den Immobilien. Die sind recht klein, ca. 800 Mitarbeitende, die aber trotzdem fast die größte Immobilienbewirtschaftung in der Schweiz darstellen. Dann haben wir die Infrastruktur. Das ist alles, was sich um Schiene, Schotter, Signaletik und Energie dreht. Dann Personenverkehr, die schauen, dass wir sicher, sauber, pünktlich, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort fahren und unsere Passagierinnen und Passagiere bewegen können. Und Cargo, das wisst ihr, die gehören zu 65% noch der SBB und betreiben den Gütertransport im In- und Ausland.
Und natürlich haben wir auch noch die Konzernbereiche, das wissen viele nicht. Wir haben dort natürlich, wie auch in anderen Großunternehmen, die unterstützenden Bereiche wie HR und Finanzen, Bildung, solche Themen, aber auch eine riesige IT-Abteilung, die echt viel leistet, weil die SBB mittlerweile auch eine sehr große IT-Unternehmung geworden ist. Genau. Dann gehen wir weiter und ich werde euch ein paar Zahlen zeigen. Wir haben 798 Bahnhöfe und Haltestellen. Sind ein paar weniger geworden, aber trotzdem 798. Das ist eine recht hohe Zahl, wie mir scheint. Dann über 200.000 Tonnen Güterverkehrsaufkommen pro Tag. Auch eine riesige Zahl, wenn man bedenkt. 1,32 Millionen Passagiere pro Tag. Das ist der normale Tag, nicht während Covid. Da sind wir ein bisschen drunter natürlich oder bedeutend darunter momentan, genau. Und 603 Triebzüge, die wir betreiben. Ihr kennt da wahrscheinlich die Unterschiede viel besser als ich, was der Unterschied zwischen Triebzügen und klassischen Zügen ist, die man noch koppelt. Die sind schon elektrisch miteinander verbunden. Genau. Und dann unsere Vision, Bahn im Griff und Mobilität der Zukunft gestalten, mit diesen drei Schlagwörtern einfach, persönlich und vernetzt. Sehr gut. Ja, jetzt kommen wir zum Thema Entflechtung Wielerfeld. Das ist das Thema, was wir angekündigt haben und da würde ich jetzt übergeben, um ein allgemeines Intro zu machen. Sabrina, vielen Dank. Dann kommen wir direkt zur Baustelle Entflechtung Wielerfeld. Nachdem Guido so schön eingeleitet hat und gezeigt hat, was es alles braucht in der Prognoseentwicklung des Knotensperrens, kommen wir jetzt eigentlich zu einem konkreten Projekt, das genau diese Prognose ausgelöst hat, nämlich die Entflechtung Wielerfeld im Osten des Bahnhofs Berns. Hier ein Blick in die Rampe West. Fahrtrichtung Bern, also Blickrichtung Bern, bereits hergestellt, links und rechts die Lärmschutzwände, die dann entsprechend den Lärm, der von den Zügen dann an diese Betonwand prallt, entsprechend absorbiert. Ich gerade jetzt nächsten Folie, bitte. Hier eine Darstellung, wie lange dass wir schon bereits an der Planung dieser Entflechtung Wielerfeld sind. Nämlich bereits 2005 haben wir mit der Studie begonnen und haben dann die verschiedenen Planungsphasen durchlaufen. Im Ende 2015, nämlich konkret am 14.12., haben wir dann die Plangenehmigungsverfügung gekriegt, also die eigentliche Baubewilligung. Und konnten dann rund zwei Wochen später, wenn man da die Weihnachtspause noch berücksichtigt, ist das wirklich kaum ein Vorlauffrist. Also wir sind da wirklich auf Nadeln gesessen, dass es wirklich losgehen kann. Und entsprechend ja, haben wir ein bisschen Kaltstart gehabt, aber nichtsdestotrotz haben das Programm dann entsprechend berücksichtigen können und sind wirklich auf Kurs. Die Inbetriebnahme der Entflechtung ist auf Ende 2022 vorgesehen. Bauende, nämlich nach den Fertigstellungsarbeiten, Größenordnung 2023. Gut, eine weiter bitte. Finanzierung. Das Projekt kostet rund 272 Millionen Schweizer Franken. Es wird gespiesen aus verschiedenen Töpfen. Einerseits über ZEP, also die zukünftige Entwicklung Bahninfrastruktur, über diesen Fonds, den Hauptanteil. Dann hat aber auch der Kanton Bern, die Stadt Bern und der Infrafonds einen Anteil, Leistungsvereinbarung und die Behindertengleichstellungsgesetze, da kommt noch ein kleiner Beitrag dazu. Dann würden wir jetzt auf die nächste Folie gehen. Wir haben da einen Introfilm gemacht. Ich hoffe, es klappt jetzt mit dem Ton, sonst müssten wir allenfalls noch mal kurz raus und noch mal reingehen. Tatjana, bitteschön. Ich habe leider keinen Ton. Ich auch nicht. Okay, versuchen wir es nochmal kurz. Nochmal starten, genau. Gerne. Kommt gleich.
Gut, dann würde ich wieder hier an dieser Stelle wieder Sabrina übergeben. Danke. Jetzt müsste ich noch gerade noch Tatjana stumm schalten. So, jetzt solltet ihr mich nur noch einmal hören. Genau. Und zwar machen wir jetzt etwas ultra Tolles, wie ich finde, weil die beiden Herren haben nicht nur ein oder zwei Referate vorbereitet, nein, sie haben vier Referate vorbereitet, jeder zwei Stück an der Zahl. Und zwar diese vier, die ihr hier seht, Stauffacherbrücke, Microtunneling, Bahnentwässerung oder Bahnsicherheit. Wir haben uns bei der Vorbereitung überlegt, ob ich einfach etwas dazu sage, aber ich finde, das wäre dann nicht ganz, würde dem Thema nicht ganz gerecht werden. Darum lasse ich die beiden einen kurzen Pitch zu jedem Thema machen und ihr dürft dann auch abstimmen, welche zwei Themen euch am meisten interessieren, die ihr dann auch hören möchtet. Das heißt, wir starten mit dem Thema Stauffacher Brücke. Ich bitte euch, euch kurz zu halten, 30 Sekunden maximal, einen kurzen Pitch zum Thema, damit ihr danach dann abstimmen könnt. Starten wir mit dem Thema Stauffacher Brücke. Hä? Wunderbar, das wäre bei mir die Stauffacher Brücke. Genau, da wird gezeigt, wie diese Brücke hergestellt wurde über Betriebsgleisen in Totalsperren. Wir haben einen interessanten Film, wie diese Brücke in ihre Position geflogen kam, im wahrsten Sinne des Wortes. Lasst euch überraschen, Stauffacher Brücke einbaut. Sehr gut. Also das tönt doch schon mal spannend, wie das da passiert ist. Ich stelle mir das gerade bildlich vor. Das ist sicherlich spannend. Zweites Thema, Microtunneling. Ja, da übernehme ich gerne. Microtunneling, ein sehr, sehr spannendes Thema. Es ist sozusagen Tunnelbau im Miniaturformat oder Rohrvortrieb im Großformat. Ein wirklich sehr spannendes Thema. Dieser Vortrieb, den ich vorstellen würde, ist sehr speziell. Er hat europäisch hohe Beachtung erhalten. Ich durfte diesen Vortrag in ähnlicher Weise bereits in Deutschland in einem Fachgremium vorstellen. War auch Dr. Martin Herrenknecht von der Herrenknecht-Firma, Tunnelbau-Firma, die größte weltweit, vorstellen durfte. Das hat wirklich reges Interesse angeregt. Und ich denke, das würde auch in diesem Kreis ein großes Interesse anregen. Das nächste Thema, Bahnentwässerung. Nun, wenn man das Bild anschaut, es wirkt so ein wenig, wie wenn jemand unmotiviert sich dort erbrochen hätte, ist aber Kalk. Kalk auch nicht unbedingt das, was man unbedingt haben möchte. Wer einen Wasserkocher schon mal betrieben hat, der weiß, das ist nicht unbedingt das, was wir wollen. Haben wir hier in rohen Mengen, in etwa 1 bis 2 Jahren, ist dieses Bild entstanden. Wir haben etwa 55 Tonnen Kalk in 2 Jahren produziert. Auf unserer Fläche. Ein Problem, das uns vor Herausforderungen gestellt hat, die ich in dem Vortrag vorstellen würde. Damit übergebe ich dir, Tibor, wieder. Wunderbar, dann komme ich zum letzten Thema, die Bahnsicherheit. Sicherheit ist ein Thema, das bei der SBB einen sehr hohen Stellenwert genießt. Hier konnten wir in Bielefeld sehr innovativ eine neue Zugswarnvorrichtung mitentwickeln mit der Industrie aus einem Bedürfnis, das wir eigentlich aus der Baustelle heraus gehabt haben. Und diese Innovation, die findet jetzt in der Schweiz bereits an mehreren anderen Baustellen Anklang und führt dort zu sicheren Baustellen. Ich würde euch zeigen, was wir genau entwickelt haben und was der Vorteil daraus ist. Super, danke euch zwei für die kurzen Pitches. Ich hoffe, ihr habt euch für zwei Themen entscheiden können und dürft jetzt abstimmen. Für diejenigen, die neu mit dabei sind, einfach noch einmal zur Erinnerung auf Slido 3023 eingeben oder hier den Code scannen und dann könnt ihr abstimmen und wir werden sehen, welche zwei Themen die meisten Stimmen bekommen, sodass wir danach dann die Referate auch ausrichten können. Ich warte ein bisschen, bis fast alle abgestimmt haben oder so viele wie möglich. Microtunneling scheint vorne zu liegen. Die Stauffacherbrücke ist dann doch recht nahe bei der Bahnsicherheit. Die Bahnentwässerung, das hat nicht so gezogen. Vielleicht war das Foto einfach zu abschreckend, so kurz vor dem Abendessen. Gut, Microtunneling immer noch zu oberst und Stauffacher Brücke. Ich glaube, das Versprechen auf das Video, damit hast du es rumgerissen, Tibor. Sehr gut.
Also ich denke, das passt doch so. Dann machen wir die zwei Themen, doch, Stauffacherbrücke und Microtunneling. Das sollte dann auch aufgehen, weil dann ein Referat Tibor macht und eins Pascal. Liege ich richtig? Das ist genau richtig, Sabrina. Super, perfekt. Dann machen wir das doch so, dann starten wir mit dem Thema Microtunneling und würden dann mit dem Thema Stauffacherbrücke weiterfahren. Gut, dann übergebe ich an dich, Pascal, glaube ich, für das Thema Microtunneling. Und danach wirst du Tibor direkt übernehmen. Hä? Viel Spaß. Wunderbar. Dann starten wir gleich zu diesem wirklich sehr spannenden Thema. Und zwar möchte ich ganz kurz beginnen, was ist überhaupt Microtunneling? Ich habe es kurz erwähnt, es ist so ein wenig die Miniaturform vom Tunnelbau und doch irgendwie auch Rohrvortrieb im Großformat. Man kann es kurz halten, man hat eigentlich eine Tunnelbohrmaschine im vorderen Bereich, also das ist eigentlich der Tunnelbauteil, aber im umgekehrten Fall wird nicht hinter der Tunnelbohrmaschine direkt Tübinge oder eine Spritzbetonauskleidung gemacht, sondern die Rohre werden von hinten nach vorne gestoßen. Ist deshalb besonders erwähnenswert, weil eigentlich das, was ganz am Schluss bei der Zielgrube dann eigentlich zu liegen kommt, eigentlich als erstes hineingebracht werden muss. Werde ich an anderer Stelle nochmals erwähnen. Wir hatten drei von diesen Vortrieben und der dritte, dieser Mischwasserkanal, der längste und auch wirklich der komplizierteste, den werde ich nun vorstellen. Kurz räumlich, dass man sieht, wo diese Vortriebe waren. Wir haben hier im unteren Bereich Wankdorf, im oberen Bereich Bern. Gelb markiert sind die Betriebsgleise, die vier, die liegen. Da fahren über 900 Züge durch. Das ist der zweitmeist befahrene Knoten in der Schweiz. Definitiv nicht ein Betriebspunkt, den man irgendwie außer Betrieb nehmen sollte. Das heißt, wir müssen wirklich im Griff haben, was wir tun. Und leider Gottes ist aber nicht das Einzige, was wirklich herausfordernd war. Wir hatten noch ein Uni-Gebäude, da werde ich weniger darauf eingehen. Das sind Labormäuse und aber auch Nanotechnologie, also sehr erschütterungsempfindlich. Aber vor allem auf den Punkt werde ich eingehen, auf die Migro. Man sieht es nur schwach unten, pfahl gegründet. Es wird aber der Hauptpunkt werden. Der Vortrieb wurde hier im Wieler Holz gestartet. Das ist auch dort der Ort, wo man am meisten Platz hatte für die Installation und Richtung Süden vorgetrieben. Wir werden nur ganz kurz auf diese Plandarstellung eingehen. Man hat bei diesem Vortrieb einen bestehenden Kanal ersetzt. Das heißt, wir haben eigentlich hier eine städtische Entwässerungsleitung, die hier über diesen Entlastungsstollen Richtung Norden, Richtung Aare entwässert. Das ist eigentlich dieser graue Bereich dargestellt. Naja, Tibor hat es schön gesagt, wir hatten eine sehr lange, schöne Planungszeit. Das werde ich gleich hier in diesem Vortrag wieder relativieren, weil ursprünglich tatsächlich geplant und eingegeben wurde diese rote Gerade. Gebaut haben wir dann diese komplizierte grüne Kurve. Das war ein Vortrieb mit zweifacher räumlicher Raumkurve. Und das ist eigentlich dem Fakt hier geschuldet. Man sieht hier diese Pfähle. Diese Pfähle waren aber nicht von Beginn an bekannt. Wir haben zwar alle Unterlagen, Archivunterlagen gesichtet, auch erhalten, so dachten wir. Wir haben allerdings ein Jahr vor Baubeginn dieses Vortriebes, das war im 2016, haben wir erfahren, dass noch ein weiteres Archiv irgendwo anders bei der Migro aufgelöst wurde und haben dort nochmals nachgestochert, weil wir einfach der Überzeugung waren, da müssen doch Pfähle sein, denn wir kennen ja den Baugrund. Wir bauen ja hier einen Tunnel. Wir bauen hier einen Tunnel und kennen die Geologie und wissen, dass dieses Gebäude vermutlich pfahlgegründet sein müsste. Haben uns noch gewundert. Und tatsächlich, bei diesem neuen Archiv sind noch zwei Pläne falsch abgeordnet gewesen und deshalb hatten wir diese Unterlagen zu diesen Pfählen nicht. Die sind nachträglich gekommen. Und man sieht jetzt auch in dieser Darstellung mit der roten Linie,
da würden wir schön eine Reihe killen. Wollen wir nicht? Die Idee war, dass wir neu diesen alten Kanal, wo ja sicherlich kein Pfahl zu liegen kommt, dass wir diesen Raum ausnutzen. Wir haben hier einen Fixpunkt mit der Entlastung. Wir haben hier aus hydraulischen Gründen, das wurde so vorgegeben, haben wir auch die Geometrie, in welchem Winkel wir einleiten mussten. Und somit war eigentlich auch diese Kurve dann gegeben. Ja, ich habe es anfangs erwähnt, wir haben hier im Nordteil, im Wielerholz, haben wir den Vortrieb gestartet. Das heißt, wir starten eigentlich den Vortrieb im günstigsten Ort, weil wir nach 200 Meter Vortrieb dann sehr genau sein müssen, um dann durch diese Bohrpfahlreihen zu zirkeln. Und was Genauigkeit bedeutet, sieht man eigentlich hier. An der engsten Stelle gehen wir 48 cm an einem Pfahl vorbei. Ja, zumindest mal nach Plangrundlagen. Die Plangrundlage war nicht irgendein Plan des ausgeführten Werkes, sondern irgendeine Baueingabe. Es gab mehrere Umbauten an diesem Gebäude. Ob das auch wirklich so noch ist, war so ein wenig die Frage. Und deshalb haben wir das alles noch abgeklärt. Ich auch an der Stelle nochmals die Klammer auf. Wir hatten vielleicht 5, 6, 7 Jahre genügend Planungszeit, um alles zu tun. Was wir alles hier jetzt getan haben, war unterhalb einem Jahr. Also wirklich im Eilzugstempo haben wir da sehr viel Abklärung getrieben, eigentlich ein komplettes neues Projekt hervorgestampft und auch dies der Planeingabe neu als Planänderung eingegeben. Man sieht hier diese Pfähle. Wir haben das Ganze auch weiter noch untersuchen müssen. Dazu komme ich gleich. Zuerst, wir haben das Ganze hier statisch berechnet. Was passiert eigentlich, wenn wir so einen Pfahl anfahren würden? Was passiert, wenn sich so ein Pfahl setzen würde? Was hat das für Auswirkungen auf das Gebäude? Gebäude, Tragsicherheit. Dann haben wir untersucht, was eigentlich wir effektiv vorfinden an den Pfählen. Wo liegen die genau? Weil da gibt es eigentlich so einen Pfahlrosen, die sind da irgendwie abgeständert. Aber ob das wirklich diesen Planunterlagen entspricht, wussten wir nicht. Wir haben das untersuchen lassen mit Ultraschall. Und um wirklich zu wissen, wo liegen die? Zum Glück lagen sie auch wirklich dort, wo sie in den Plänen eingezeichnet war. Blöd nur, diese Aufnahmen haben gezeigt, dass die Pfähle kürzer sein sollten. Also eigentlich auf diesem Niveau. Was wiederum bedeuten würde, dass sie voll im Lasteinleitungsbereich eigentlich zu liegen kämen. Sehr ungünstig, was Setzungen betrifft, aber auch für unseren Vortrieb, was dann mit der Ortsbrustsicherheit zu tun hat. Nun gut, eben, ich habe es angedeutet, wir haben nicht locker gelassen, wir haben eine Kernbohrung durch den ganzen Pfahl gemacht, um wirklich effektiv zu wissen, wo kommt dieser Pfahl in der Tiefe zu liegen. Ja, war nicht das Einzige. Wir haben ja auch vorhin gerade gesagt, die Rohre, die eigentlich dort bei dieser Migros zu liegen kommen, sind eigentlich die ersten, die wir reintun. Und da wir nicht hundertprozentig sicher sein konnten, dass wir nicht doch irgendwie so einen Pfahl anschneiden oder allenfalls den Vortrieb stoppen müssen, haben wir auch noch kurzfristig so einen Notdehner bestellt, ohne wirklich zu wissen, ob wir ihn brauchen oder nicht. Aber wir wollten auf Nummer sicher gehen, dass wir genügend Schub haben, um dann diese Maschinerie wieder ins Laufen zu bringen. Das kann man sich auch ein wenig so vorstellen, wenn ein Lastwagen steht und ich schiebe den an, wenn ich lang genug drücke, irgendwann setzt der sich vielleicht in Bewegung. Wenn der mal rollt, dann ist das eine Masse, die rollt. Ich kann den sein lassen, der rollt noch weiter und dann kann ich wieder weiterschieben. Solange der im Rollen ist, geht es relativ ring. Wenn der aber mal wieder stillsteht, brauche ich extrem viel Kraft. Das heißt, ich muss nicht nur ein Rohr, sondern ich muss 200 Meter Stang wieder in Bewegung bringen. Und deshalb durfte dieser Vortrieb auch nicht längere Zeit ruhen, sondern maximal eine halbe Woche. Das bedeutet auch, wir mussten genügend Schub haben. Wir mussten aber auch dafür sorgen, dass wir nie einen Unterbruch haben, der länger wie etwa 48 Stunden dauert. Ja, eben diese Kräfte, die mussten wir sehr gut überwachen. Wir hatten sehr enge Radien. Was wiederum bedeutet, dass wir auch auf Systeme zurückgreifen mussten, die noch nicht so erprobt sind, auf gewisse Prototypen, was ein gewisses Risiko birgt, allerdings aber auch mit den Vorteilen, die es bringt. Gerade diese Sensorik über diese Reibungskräfte, die besser gemessen werden konnten, haben wir uns dafür entschieden, das einzusetzen.
Also ihr seht sehr viele Komponenten, die da eigentlich hineinkommen. Wiederum in einer sehr kurzen Planungszeit. Ja, und dann eben haben wir dann diese Pfähle und dann diese Stützen, die darauf abgestellt sind. Und wir müssen dieses Gebäude überwachen. Wir haben dieses sehr minutiös überwacht. Wir haben ein Alarmsystem aufgegleist. Wir hatten eine Schubladenlösung. Also das, was ihr rechts unten seht, so ein Mini-Bakko, der dieses Pfahlparkett frei spitzen könnte. Wir hatten diesen Gerüstturm, diesen Stahlbau, vorgefertigt an Lager, dass der innerhalb von 2 Stunden bestellt geliefert wird. Also das sind alles Kosten, die wir im Vorfeld in Kauf genommen haben, um wirklich bei Bedarfsfall, wenn die Kacke am Dampfen ist, wir die Schublade ziehen können und diesen Pfahl, also diese Stütze, abfangen können innerhalb von 24 Stunden unter der Woche und am Wochenende 36 Stunden, damit der Vortrieb wirklich nicht länger wie 48 Stunden eigentlich zu liegen kommt. Also das wäre eigentlich unser Notfallplan gewesen. Weil die Maschine unter dem Gebäude zu bergen, ist nicht möglich. Die Messungen haben dann auch gezeigt, dass wir Setzungen hatten. Man sieht es aber auch an der Farbdarstellung. Wir waren noch im grünen Bereich. Von all diesen Pfählen, Gebäude, vergisst man fast eigentlich noch, dass wir noch diese 900 Züge haben, diese Gleise, die ebenfalls sich nicht setzen sollten. Und spätestens seit Raststadt, wo man auch weiß, dass bei solchen Vortrieben tatsächlich auch eine Gefahr kommt und eine Strecke zu liegen kommen kann, war auch hier besonders Augenmerk zu geben. Dieses Gleis hat sich allerdings relativ gutmütig verhalten. Hier hatten wir wiederum auch schon Erfahrungswerten von den anderen beiden Vortrieben, die ja ebenfalls unter diesen 4 Gleisen durchgingen. Gut, die Baubegleitung. Sehr eng. Wir haben hier diesen Plan. Da müsst ihr jetzt nicht alles darauf erkennen. Er soll nur darstellen, dass das wirklich ein Instrument war, alles zu dokumentieren. Dass zu jedem Zeitpunkt jeder Anstoßer, jede Bauunternehmung, aber auch die internen Dienste jederzeit Bescheid wussten. Jeder konnte mich anrufen und ich konnte ihm sagen, was gerade hier, hier, hier oder hier gerade passiert, weil alles dokumentiert war auf einen Blick. Das war für mich sehr wichtig, weil die Anfragen kamen. Die Leute waren sehr nervös. Ich kann auch sagen, weshalb. Hier zu Beginn haben wir eigentlich in einem Auflockerungsbereich, in einer ehemaligen Aufschüttung begonnen. Da kamen auch Ziegelsteine und andere Dinge zum Vorschein. Sehr schwierige Verhältnisse, gerade für das Flockungsmittel. Und dieses Flockungsmittel war sehr wichtig, um diese Ortsbruststabilität vor dem Schneidrad zu bewerkstelligen. Das war dahingehend so schwierig sogar, dass wir kein richtiges Flockungsmittel gefunden haben. Also gab es etwa 30 verschiedene Typen auf dem Markt, keines hat wirklich gegriffen, sodass wir mit dieser Maschine auch abgedriftet sind. Also zu dem Punkt, wo etwa so auf der grünen Linie hier, hatten wir eine Abweichung von 1 Meter auf der Vortriebsachse. Und wir waren mehr als nervös und haben hier beim Tunnel, dort, wo wir so oder so eine Baugrube später dann herstellen sollten, haben wir auch definiert dann, das ist der Point of No Return. Also wenn wir den Vortrieb nicht auf dieser Strecke so weit in den Griff kriegen, dann werden wir hier an der Stelle, wo wir die Maschine noch bergen können, abbrechen. Ist sicherlich etwas da ist man sehr nervös. Da ist man selber nervös, weil da nicht nur die weiteren Bautätigkeiten, die da vom Bauablauf her ja miteinander zusammenhängen, auf dem Spiel stehen, sondern da sind auch sehr viele Kosten und wirklich ein Plan B, wenn wir die Maschine rausholen und was machen wir danach, hatten wir nicht. Ja, ich kann allerdings sagen, wir haben es schlussendlich gepackt. Ich denke, deshalb kann ich auch relativ locker hier sitzen und davon berichten. Ging aber auch nur, da wir wirklich Leute hatten, die partnerschaftlich miteinander gearbeitet haben. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den kann ich nicht oft genug an dieser Stelle erwähnen, weil wir hatten wirklich nicht die Planungszeit, um jeden Strich doppelt und dreifach zu prüfen, anzuschauen. Gewisse Dinge gab es in der Literatur schlichtweg auch nicht, um die sauber mit einem Nachweis belegen zu können.
Da war sehr viel Bauchgefühl mit dabei. Von den Unternehmen, von den Planern, von den Erfahrungen, die da mit in das ganze Paket gekommen ist. Ja, der Vortrieb. Es ist nicht so, dass wir den größten Vortrieb gebaut haben. Auch nicht den längsten. Es ist auch nicht das erste Mal, dass wir einen Kurvenvortrieb gemacht haben. Was allerdings wirklich speziell an diesem Vortrieb war, all diese Dinge kamen bei einem Vortrieb auf einmal in einer sehr, sehr kurzen Zeit. Und da kann ich vor allem auch denjenigen, die hier noch im Call sind und noch im Studium sich befinden, nur ans Herz legen als Tipp: Seid nicht zufrieden, wenn ihr nur einen Knopf drücken könnt auf einem Computerprogramm und ihr Resultate erhält. Oder irgendein Reglement habt, das euch schwarz auf weiß irgendetwas sagt. Geht dem nach, nehmt euch die Zeit und versucht wirklich auch ein wenig zwischen diesen Zeilen oder zwischen diesen Programmeingaben zu blicken. Weil spätestens, wenn ihr auf Projekte stoßt, wo nicht alles schwarz-weiß ist, werdet ihr von diesen Erfahrungen zehren. Die werdet ihr brauchen. Mit diesen Worten und diesem Appell bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und gebe gerne dir weiter, Tibor, für den nächsten Vortrag. So, jetzt bin ich soweit. Dankeschön, Pascal, dann übernehme ich hier gleich. Dann kommen wir zur Stauffacher Brücke. Ein großes Brückenbauwerk, das wir neu gebaut haben, das wir neu realisiert haben im Zuge des Projektes Entflechtung Wielerfeld. Anlass hier war eigentlich die Entflechtung selber. Ihr seht hier diese alte Brücke, das ist noch ein Bild der alten Brücke, so wie sie ursprünglich hier gelegen hat, über diesem Gleisfeld. Diese alte Brücke wurde 1913 gebaut, hat dann einen Umbau, einen größeren Umbau 1972 erfahren. Und jetzt im 2017/18 wurde diese Brücke dann entsprechend ersetzt. Man sieht hier unten einen entsprechenden Querschnitt dieser Brücke, ebenfalls eine Betonverbundbrücke. Hier sieht man einen Längsschnitt mit den Widerlager auf der Nordseite, Widerlager auf der Südseite. Und es hat hier insgesamt 4 Zwischenabstützungen gehabt. Und diese Zwischenabstützungen, die haben dann entsprechend dem weiteren Bauablauf, dem Bauphasenprogramm der Entflechtung Wielerfeld, kamen die in die Quere. Das waren unzulässige Zwängungen, die da vorhanden waren. Und entsprechend haben wir das Bedürfnis gehabt, hier eine stützenfreie Lösung zu wählen. Das sieht man jetzt gleich dann auf der nächsten Folie. Zudem möchte ich aber auch darauf hinweisen, dass wir hier eine Brücke hatten, die zu tief über den Gleisen lag und entsprechend ein Lichtraumprofilproblem oder hier eine Engstelle geschaffen hat in Bern-Wielerfeld. Und mit diesem Ersatz konnte man auch gerade dieses Problem beheben. Das neue Brückenbauwerk, ihr seht das, es hat rund 69 Meter Spannweite, ist über das gesamte Gleisfeld frei gespannt, sodass man eigentlich unten unter dieser Brücke die Gleisachsen links und rechts hin und her verschieben kann. Der gesamte Überbau hat eine Breite von knapp 15 Metern und nimmt jeweils je eine Busspur auf, die gleichzeitig auch für den Autoverkehr genutzt wird. Ein Radstreifen hat es drauf und ein Gehweg je Seite. Der Bogenstich hier in der Mitte, rund 11 Meter und die kleinste lichte Höhe, das ist die unter der Brücke dann von rund 6,44 Meter. Es handelt sich hier um eine schiefwinklige Stabbogenbrücke mit einer Fahrbahnplatte in Verbundbauweise. Es ist die größte dieser drei Brücken, die hier im Wielerfeld gebaut wurden in den letzten Jahren. Mit dem Wielerfeld-Projekt Entflechtung wurde auch die Scheibenbrücke ersetzt und Jahre davor die Polygonstraßenbrücke, die kleinste von diesen drei Brücken. Zu den Randbedingungen. Wir haben ein Verkehrskonzept erstellen lassen für
diesen Brücken oder für diese Brückenbauten. Und zwar hier sieht man im Westen die Scheibenbrücke, die ebenfalls ersetzt wurde. Da möchte ich aber nicht weiter darauf eingehen heute Abend. Und hier in der Mitte die Stauffacher Brücke, die Größe dieser beiden Brücken. Wir hatten weit vor dem Plangenehmigungsverfahren bereits mit der Stadt Bern ein Verkehrskonzept da abgesprochen. Es war die Auflage, dass wir immer eine dieser beiden Brücken dem Verkehr zur Verfügung stellen, sodass das Wiedergutquartier hier im Norden des Gleisfeldes und das Breitenrheinquartier im Süden dieses Gleisfeldes immer verbunden ist über eine von diesen beiden Brücken. Und das hatte dann entsprechend starken Einfluss auf unsere Bauphasenplanung natürlich. Fazit dieser Maßnahmen. Diese Maßnahmen haben sehr gut funktioniert. Man hat hier vor allem auch in der Scheibenstraße Verbreiterungen gemacht. Man hat das Trottoir und den Gehweg als Fahrspur ausgebildet, einen separaten Gehweg für die Fußgänger auch erstellt. Und vor allem zu Beginn dieser Umstellungsphase, wo man zum Beispiel wie hier diese Brücke gesperrt hat, hat das doch auch hier im Bereich der Scheibenbrücke zu starken Rückstauen geführt, bis sich die Anwohner und Anwohnerinnen und Anwohner hier an diese neue Verkehrssituation gewöhnt haben. Wir konnten dann noch im Bereich der Standstraße, dem Nordring hier unten, der nicht mehr auf dieser Folie ersichtlich ist, gewisse Feinjustierungen dann an der Lichtsignalanlage noch machen, sodass wir hier einen wesentlichen, ein wirklich gutes, funktionierendes Konzept gehabt haben. Der Kommunikation kam hier natürlich eine sehr große Bedeutung bei. Die Kommunikation ist darum wichtig, dass die Leute wissen, was gebaut wird und wo sie sich noch bewegen können, wo sie durchfahren können. Und wenn man erzählt, warum und wieso das, was gebaut wird, ist auch das Verständnis für die Baumaßnahmen wesentlich größer. Darum haben wir alle 3 Monate ein Anwohnerschreiben verschickt mit den genauen Angaben. Und das hat dann einen großen positiven Rückmeldungen zu uns geführt. Wir kommen jetzt zu den einzelnen Bauphasen, wie das eigentlich hergestellt wurde, diese Brücke, die Stauffacher Brücke. In dieser Bauphase 1 sieht man hier die Brücke, die alte Brücke, die noch im Betrieb ist. In dieser Zeit wurde die Scheibenbrücke ersetzt. Also das heißt, es war dort die Brücke oder die Straße gesperrt. Das heißt, der gesamte Verkehr zwischen diesen beiden Quartieren, die ich erwähnt habe, lief über diese Stauffacher Brücke. Man hat dann parallel neben dieser Brücke auf der Ostseite diese 3 provisorischen Widerlager gebaut, hat die erste Hälfte der Brücke hier vorfabriziert auf diesen Montageunterstützungen. Genau, dann gehe ich in die nächste Phase, Phase 2. Das war dann der Einhub dieser ersten Starkbogenhälfte. Und zwar wurde das mit einem Kran gemacht, hier von der Firma Fanger. Das war damals der größte Kran mit rund 750 Tonnen Lastaufnahme in der Achse drin. Wir haben dort nicht ganz so viele, so viel Last gebraucht für die Brücke, aber natürlich, wir hatten natürlich nicht eine Achse gehoben, sondern eben auch einen gewissen Ausleger gehabt. Wir haben rund 270 Tonnen Gewicht der Brücke gehabt, dann kam noch Hängegerüst und Haken dazu. Wir waren rund bei 313 Tonnen, was doch eine ansehnliche Last ist. Man hat dann diese Brücke eingehoben über die Betriebsgleise auf die Montageunterstützung auf der Nordseite abgelegt und in der Mitte abgelegt. Das natürlich in einer Totalsperre der Gleise. Da stehen uns im Wieler Feld rund etwa 4,5 Stunden von jeweils Samstag, Sonntag und Sonntag, Montag zur Verfügung. Mehr lag denn da nicht drin, weil der Betrieb ja nicht behindert werden durfte. Der Kran selber, da waren rund 40 Lkw-Fahrten notwendig, Schwertransporte, um diesen Kran in Einzelteilen anzutransportieren. Ein Mobilkran wurde aufgestellt und der hat dann diesen großen Gittermastkran zusammengesetzt. Die Zeit für die Montage war rund 3 Tage.
Wir kommen jetzt zu einem Film. Ich hoffe, das klappt jetzt mit dem Ton, sonst bitte ich kurz um Rückmeldung. Sehr gut, dann kommen wir bereits in Bauphase 3. Ich habe euch hoffentlich nicht zu viel versprochen von einer schwebenden Brücke. Jetzt wisst ihr auch, was ich im Intro da erzählt habe. Die Brücke ist wirklich geschwebt über dem Boden und wurde dann entsprechend auf diese Montageunterstützung abgestellt. Was ich immer sehr faszinierend finde an diesem Film, ist doch, dass man da noch von Hand diese Brücke doch beeinflussen kann, wenn sie am Haken hängt, obwohl das Gewicht doch enorm hoch ist mit diesen über 300 Tonnen. Hat man gesehen mit den Bauarbeitern, die diese Brücke am Seil noch gezogen haben und doch noch gerichtet haben. Dann kommen wir zu der dritten Bauphase hier. Und zwar hat man hier die zweite Stabbrückenhälfte, hat man vor Ort in Hochlage montiert, die einzelnen Teile. Da musste man zuerst ein Gerüst aufstellen und konnte dann natürlich diesen Kran gerade dazu benutzen, um diese größeren Teile entsprechend einzuheben. Wir waren dann so weit, dass dann auch die Scheibenbrücke nach der Inbetriebnahme der Scheibenbrücke auch mit der Sperrung der Staufacherbrücke vollzogen werden konnte und dann auch die weiteren Schritte gemacht werden konnte, indem dass wir hier mit diesem großen Kran am Tag neben den Betriebsgleisen die Elemente heruntergehoben haben, in die Baustelle rein unten und dann am Boden zerkleinert haben. Die Elemente über den Betriebsgleisen hier im Hintergrund auf diesem Foto haben wir natürlich wieder in den Totalsperren demontiert und ebenfalls ins Baufeld runtergehoben. Danach konnte man die Gründungsbauteile, also die Fundation der neuen Staufacherbrücke, hier entsprechend neu bauen. Das ist eine Pfahlgründung, die man hier gemacht hat mit einem Betonwiderlager darauf. Sobald das eigentlich hergestellt wurde, hat man dann diese Montageunterstützung verbreitert bis an die neuen Widerlager ran und konnte dann im Anschluss die Brücke zuerst quer verschieben, hier Richtung Bern und dann noch links Richtung Norden auf die Lage, auf eine provisorische Hochlage. Und zwar war das notwendig, da die Brücke unten noch angehängt ein Hängegerüst hatte, um dann entsprechend die Fahrbahnplatte in einer nächsten Phase zu betonieren. Diese Betonage hat man extra dann erst in dieser Lage, in dieser fast Endlage, sage ich mal, in dieser überhöhten Lage betoniert, aus Lastgründen, weil dann entsprechend das Einheben und auch der Verschub des Stahlgerüstes wesentlich komplizierter und aufwendiger geworden wäre. Wir kommen jetzt zur Fertigstellung hier. Wie gesagt, es ist dann noch notwendig, dass wir die Betonplatte entsprechend betonieren mussten und entsprechend auch die Armierung, die man hier sieht. Man sieht hier auch, dass man die Brücke in Hochlage platziert hat und die nun natürlich auf die Endlage abteufen musste. Das heißt, man hat dann hier diese Pressen unterstellt, die Brücke leicht angehoben, dann vorsichtig diese ersten Elemente rausgenommen und dann die Brücke über die Pressen langsam abgesenkt und immer stufenweise bis zur Endlage das Ganze
abgestapelt. Am Schluss war es dann noch Straßenbau, Fahrbahnübergänge, Randsteine, Gehweg, die man noch gemacht hat, Markierungen, Signaletik und so weiter, was dann noch notwendig ist, damit die Brücke dann in Betrieb gehen kann. Ich komme bereits zu meinen Schlussbemerkungen. Und zwar ähnlich wie Pascal das auch schon gesagt hat, wir haben sehr gute, positive Erfahrungen gemacht mit der guten Zusammenarbeit zwischen allen Projektbeteiligten. Nur so kann man wirklich solche Bauwerke auch realisieren. Das ist wirklich maßgebend für den Erfolg. Da möchte ich nur auch Planer, Prüfingenieure, Baumeister, Bauherr, örtliche Bauleiter und so weiter, was hier alles notwendig ist, damit das so gut funktioniert. Auch die Vorfabrikation der Brücke neben der alten Stauffacher Brücke konnte uns ein Bauzeitvorteil erwirken von über 7 Monaten, sodass wir jede Brücke oder jede Achse praktisch ein Jahr gesperrt hatten, und das war doch ein großer Vorteil. Frühzeitige Planung und Absprache sämtlicher Vorgänge ist natürlich auch wichtig. Was macht man, wenn vielleicht etwas mal nicht funktioniert, und aber auch die laufende Überwachung der Bauvorgänge kam hier eine große Bedeutung zu, vor allem zum Beispiel beim Verschub der Brücke. Da hatten wir in einer Nacht zum Beispiel nur 23 cm geschoben, weil sich die Auflager verkeilt oder die Gleitlager verkeilt hatten, mussten dann auf die zweite, auf die Reservenacht noch umspringen. Von dem her hat dann das aber schlussendlich alles geklappt. Wie auch das üblich ist bei Baustellen, es funktioniert nicht immer alles so, wie man das voraus plant, aber wichtig ist, dass man dann zusammensteht und entsprechend Lösungen sucht und dann auch findet. Gut, das wären meine Ausführungen gewesen. Dann würde ich hier an dieser Stelle wieder Sabrina übergeben. Herzlichen Dank. Tibor, merci vielmal auch Pascal für das tolle Referat. Jetzt höre ich mich gerade wieder doppelt, aber ich gehe weiter zum Video. Du wurdest unerwartet aus deiner Welt gerissen und musstest dich in einer neuen Kultur zurechtfinden. Du hast in deiner eigenen Welt gelebt und dabei dein Talent entdeckt. Du hast dir dein eigenes Umfeld geschaffen und damit eine neue Heimat gefunden. Du hast viel in dich investiert. Mach was Großes. Beweg die Schweiz mit uns. Finden Sie jetzt den Job, der zu Ihnen passt, in einem von unseren über 150 Berufen. Genau, danke Tatjana. Ja, wie ihr das heute gesehen habt, ihr habt jetzt heute Pascal und auch Tibor kennengelernt. Die arbeiten zusammen mit rund 2600 Ingenieurinnen und Ingenieuren bei der SBB und machen was Großes. Und ja, diese Ingenieure und Ingenieurinnen, die machen ganz unterschiedliche Sachen. Sie optimieren zum Beispiel bestehende Anlagen. Sie integrieren sehr innovative Technologien. Sie sichern die Einsatzfähigkeit unseres Mobilitätsunternehmens. Und das ist das größte Mobilitätsunternehmen in der Schweiz. Sie bauen das Streckennetz aus, sie koordinieren die Beschaffung oder auch den Ausbau der Fahrzeugflotte, und sie planen und realisieren Tunnels und Bahnhöfe und entwickeln so die gesamte Infrastruktur der Schweiz mit. Wenn auch du jetzt Lust bekommen hast, bei uns zu arbeiten und nebenbei einen attraktiven Job zu haben und zusätzlich auch attraktive Themen zu bearbeiten, wie wir das jetzt bei Tibor und auch Pascal gesehen haben, und zusätzlich auch noch ein tolles Hobby haben möchtest und wirklich auch Zeit haben möchtest für ein tolles Hobby und deshalb die Schweiz mit uns bewegen möchtest, dann bist du bei uns genau richtig. Und zwar haben wir alle Einstiegsmöglichkeiten, sowohl für Leute, die schon Berufserfahrung mitbringen, als auch für Young Talents, also Leute, die noch wenig bis gar keine Berufserfahrung mitbringen,
haben wir alle Jobs online unter www.sbw.ch/jobs. Dort kannst du dich auch informieren, was gibt es für Einstiegsprogramme. Du kannst dich auch darüber informieren, was andere Leute, die bei uns arbeiten, so darüber sagen, bei uns zu arbeiten. Ja, und ich hoffe auch, du findest dort den Job, der für dich passend erscheint. Genau, wir gehen einen Schritt weiter und ihr hört dann jetzt das Outro. Nein, das hört ihr nicht, aber ihr seht es zumindest. Und wir würden jetzt zum Q&A gehen. Und da würde ich vorschlagen, dass wir noch ein paar Fragen beantworten. Ich würde vorschlagen, noch circa 5 Minuten und dann würde ich wieder zurück an die Hauptmoderation geben, damit wir dann später uns noch im WonderMe treffen können. Das würde dann aber danach erklärt werden. Das heißt, es ist noch nicht fertig nach dem Q&A. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, mit den Leuten in Kontakt zu treten, aber dazu später mehr. Ich denke, wir machen kurz diese 2 Fragen und gehen dann weiter. Die erste Frage von Marc: Wie sieht die zukünftige Gleistopologie im Bereich Wielerfeld aus? Wer kann das von euch 2 am besten beantworten, Tibor oder Pascal? Ja, das würde ich gleich machen, wenn das okay ist, Sabrina. Danke, ich Tibor. Ich erlaube mir, den Bildschirm dir zu klauen. Ich hoffe, das ist okay. Absolut. Aber das macht es für mich ein bisschen einfacher, wie die Gleistopologie am Ende aussehen würde. Und zwar ist das hier ein Bild der aktuellen Bauphasenplanung, wie das Ende 2023 aussehen soll. Und zwar haben wir dann entsprechend hier dieses Tunnelbauwerk, das eigentliche zentrale Element dieser Entflechtung, die eine Gleisachse aufnimmt und hier Richtung Ostermundingen dann führt. Und rings um dieses Tunnelbauwerk haben wir dann auf der Nordseite eine Gleisachse, die hier Richtung Zürich und Olten führt, Richtung Biel auch. Und wir haben 3 Gleisachsen, die den Tunnel dann queren und haben dann noch 2 Betriebsachsen, die dann im Süden dann noch Richtung Thun, Ostermundigen verlaufen. Die Viergleisigkeit hier, die bleibt bestehen. Das ist gleich. Hier gab es ursprünglich mal ein Projekt, Weiterentwicklung Bahnhof Wankdorf mit der Personenunterführung, die auch einen Ausbau von Wankdorf Nord beinhaltet hätte. Dieses Projekt wurde aus finanziellen Gründen aber abgebrochen. Darum gibt es jetzt hier diesen, sag ich mal, Gleisstumpen, der dann hier dann noch gebaut wird mit Wielerfeld. Am Ende 2023 werden wir hier dann auch diese Abstellanlage wieder realisieren, die sicher kleiner ist als die, die wir ursprünglich gehabt haben, aber nichtsdestotrotz gibt es hier die Möglichkeit, dann wieder Züge abzustellen. Ich hoffe, ich konnte die Frage so beantworten, sonst vielleicht gerne im Chat im Anschluss dann nochmals. Ja? Super, danke dir, Tibor. Dann die 2. Frage. Tatjana, genau, jetzt musst du sie gerade aufzeigen, sonst sehe ich sie nicht. Gut, die würde ich dann gleich übernehmen. Da gibt es zahlreiche Herausforderungen. Da eine rauszupicken, würde dem Ganzen nicht gerecht werden, alle aufzuzählen, den Rahmen sprengen. Ich nehme mal vor, 2, 3 herauszunehmen. Insgesamt reden wir von 7 Jahren Bauzeit. Und wir haben eigentlich innerhalb von diesen ersten 5 Jahren Bauzeit fast 30 Projektänderungen erhalten. Zum Teil Wünsche vom Management, zum Teil aber auch baubedingte Änderungen, gesetzliche Änderungen und diese in eine laufende Maschinerie. Ich sage es dann mal so, es ist eine Dampfwalze, die hier läuft. Da sind so viele Abläufe auch schon miteinander verwoben. Da Änderungen einzubringen, ist immer eine Herausforderung. Manche größer, manche weniger. Den Vortrag, den ich vorgestellt habe mit dem Microtunneling, gehörte sicherlich zu den größeren. Das andere Thema, das nicht gewählt wurde, diese Kalkthematik, ebenfalls ein sehr, sehr spannendes Thema, stellt uns auch vor große Herausforderungen, vor allem umweltrechtlich. Da sind Mehrkosten von 5 Millionen im Raum gestanden, die wir jetzt durch sehr viel Detektivarbeit auf etwa 1,5 Millionen reduzieren können. Auch das sehr spannend, aber trotzdem eben 3 Jahre lang haben wir und meine Kollegen mit Unterstützung auch von einem, der hier ebenfalls zugeschaltet ist, Martin, ich grüße dich herzlich, sehr viel Detektivarbeit geleistet, um an diesen Punkt zu kommen, über 3 Jahre.
Also das sind alles Herausforderungen, die dieses Projekt eigentlich kennzeichnen. Und trotzdem, und das dürfen wir mit Stolz sagen, wir sind auf der Schiene. Wir sind im Terminprogramm und das ist wirklich ein großes Dankeschön an alle Beteiligten, die hier mitgewirkt haben. Perfekt, gut. Dann würde ich vorschlagen, dass wir zurückgeben an Stefan für den Abschluss. Stefan, bist du da? Jawohl, mit Spannung zugehört. Besten Dank, Sabrina, für diese Rückleitung. Ich würde es kurz machen. Ich denke, dass die Folie sagt viel aus. Die Baustelle ist imposant. Die Inbetriebnahme steht kurz bevor. Gutes Gelingen von meiner Seite. Auch diese Sunset-Stimmung passt, glaube ich, gut. Wir würden gerne einladen zu einem Apero. Das ist leider nicht möglich. Wir hoffen, das nächstes Jahr nachholen zu können. Ein großes Dankeschön natürlich an Sie alle für die Teilnahme. Ohne Teilnehmenden, ohne Publikum, kein Anlass. Für ein großes Merci an alle Referenten. Ein kleiner Wermutstropfen bleibt, ich hoffe nächstes Jahr, dass wir da auch eine Dame auf dem Podium haben, im Sinne der, es ist ein spannendes Berufsbild. Es braucht die Kollaboration, haben wir sehr gut gesehen im Rahmen dieser Entflechtung Wielesfeld komplex. Es wird immer alles komplexer und da ist das Stichwort sicher nebst der Digitalisierung die Zusammenarbeit, wie es sehr schön erwähnt wurde, in interdisziplinären Teams aus verschiedenen Fachrichtungen. Und zu guter Letzt noch ein großes Merci natürlich an das OK. Die Namensliste ist lang, das würde den Rahmen sprengen. Aber auch hier, da wurde sehr viel gearbeitet im Vorfeld und insbesondere natürlich auch herzlichen Dank an die SBB und an Frank Zeugin für die Unterstützung und auch die Initiative für diesen Anlass. Aus meiner Sicht wichtig. Es ist etwas spät. Ich hoffe, ihr habt noch etwas Zeit im Anschluss. Vielleicht müsst ihr euch kurz ein Bier oder ein Wasser holen aus dem Kühlschrank. Frank würde noch kurz einführen zum WonderMe, wie das funktioniert in dieser digitalen Apro-Welt. Das ist faszinierend, wie man sich da treffen kann. Und ich hoffe, ihr bleibt noch kurz und habt noch etwas Zeit für diesen Networking-Austausch im Anschluss. Aber in dem Sinn ganz herzlichen Dank allen fürs Teilnehmen, fürs Mitmachen und alles Gute für die Zukunft. Bleibt gesund und bis bald.